Hallo Mosaiksohn! So, schau mal kurz rein! Ist es zu laut oder zu leise, Chat? Und das ist so in dieser Convenience Store. Und ihr werdet sehen, der sieht genauso aus wie in dem Spiel, was wir jetzt gleich spielen. Etwas laut? Okay, ich mach ein bisschen leiser. Das ist ein 7-Eleven. Das ist 7-Eleven. Genau. Das ist 7-Eleven, die gibt es überall. Also wenn ihr wo einkaufen geht, geht's dorthin. Die gibt es überall, die sind günstig. Da kann man Geld wechseln lassen. Super. Super, super Laden. Und da. Und ich hab erheimlich gefilmt. So. Ja. Willst du dir was zum Trinken holen, Marie? Möchte der Chat was trinken? Habe ich auch ein bisschen an euch gedacht. Habe ich mir gedacht, komm, ich nehme euch ein bisschen mit. Wollt ihr was trinken, Chat? Ich mache den Laden leer. Haben wir gedacht, komm, ich nehme euch mit. Wollt ihr was, der Mio sei, wird auch die wütende Omi, die werden wir auch sehen, ne? Ramune. Also sucht sich was aus, Chat, jetzt, der Laden ist offen. Im Spiel ist dort ein Klo. Ja, vielleicht wäre ich ums Eck. So, Fanta Traube bitte. Boah, das gibt's wahrscheinlich sogar da. So. Da hinten ist doch das Klon im Spiel, oder? So. Oh. Und weil gerade. Nur. Und weil in Japan ist gerade Sakura-Saison. Na, also alles japanisch. Dieses Kischchen. Oh, Gottes Willen, eine Dumme. Finanzabdiener, meine Süße, wie geht's dir? Hallo. Hallo, meine Schön, dich zu sehen, wunderschönen Urlaub. Vielen Dank, Tina, danke schön. Vielen Dank, Tina, danke für 10 Euro. Hallo, meine Hübsche, wie geht's dir? Wie ist es bei euch, sag ehrlich. Hallo, meine Hübsche. So, vielen Dank, danke schön. Also ganz kurz, das ist Sakura-Dings. Das ist so ein Kirschblüten-Café. Weil in Japan ist gerade die Kirschblütensaison, ne? Und genau, da gibt es viele Kirschblütensachen. Und das gibt es gerade überall. Dieser Vlog ist, by the way, von 7 Stunden oder so, wisst ihr. Ne? Den habe ich heute aufgenommen. Vielen Dank zum Team, danke dir nochmal. Danke, meine Hübsche. Wie geht's dir? Haben wir den? Weiß nicht, aber. Oh. Chat möchte jetzt hier ein Brötchen haben. Könnt ihr sagen, wenn ihr wollt, ich bringe euch mit. Okay, wollt ihr haben? Wollt ihr kennen? So ein kleines Erdbeerbrötchen. Ha, so ein kleines Kuchen mit so einer Erdbeere drauf. Ich bringe euch alles mit. Hallo ja, Malik, mein Schatz. Wollt, ich nehme euch ein kleines Törtchen und mich mit. Ja. Das ist Sakura-Törtchen. Das gibt es nur hier. Kein Schaumemedica wird es nicht geben. So ist es. So. Hier. Und den paar Leuten hier nehme ich noch ein Eis mit. Außer die, die immer sagen, dass ich zu spät bin. Die kriegen keins. Aber der Rest kriegt eins. Kann ist okay. Zack, okay, gehen wir wieder. Mir? Ah! So, schau mal. Hallo, Jessie, ist meine Hübsche. Ah. Darf ich es jetzt mitnehmen? Ich hab gar nicht, ob ich mein Geld aussuche. Aber ich hab ja. Ich kenn dich aber nicht wirklich. Jetzt reicht's aber. Ach so. Oh ja. Oh, Erdbeerchen. Oh Gott, nimm das. Nicht? Und da gab's irgendwie heute so ein Creme. Brot mit so Erdbeeren drin und die Noah hat sie mitgenommen. Sollst du es nehmen? Hm? Genau, und hier habe ich so ein Ding, das gab es hier. Ah. Das ist ein Kuchen. Magst du uns haben? Hast du gerade ja. Auch ein Onigiri nimmst? Ja, ja, klar. Melonpan, ja, genau. Ja, was dass man es nicht mehr sieht. Ja, ja, genau. Okay. Oh da! Die Noah hat hier schon gegessen, aber war eh klar. Okay. Genau, und das Ding ist, was man hier sieht, das sind so Algen-Dinger. Und die sind hier in so, dieses Algending ist nicht direkt am Reis drauf, sondern da ist noch so eine Plastikfolie dazwischen. Das heißt, wenn du das so aufmachst, da musst du da irgendwie so eine Lasche ziehen und dann damit das die Seetankblatt nicht durchweicht. Das haben die so getrennt. In Japan verwenden die schon noch immer nicht für Plastik, also schon noch sehr viel mehr, ne? Aber ja. Aber du zahlst, weil ich ja. Ich habe das Handy. Meine arme Familie hat die gegessen.
die Marine essen. Die hat aber gut geschmeckt. Geh zum Alter. Okay. Dann nehmen wir das mal. Reicht aber nicht. Ja, der Rest ist noch in der Hose. Aber nimm mal dir, was du hast. Ja, genau. So, so ja das. Ja, hallo, mein Hübscher. So. Ja. Hallo Mutti, by the way. Wie viel brauchst du? Genau, Noe war auch im Ghibli-Store. Oh ja, lol, das sieht man. Die Noe war im Ghibli-Store. Und die Noe hat den Ghibli-Store leer gekauft. Das Ding, das ist so eine kleine Gießkanne. Das ist so eine Gießkanne. Und von Totoro. Und da, das ist ein kleiner Totoro, der eine Blume hält. Da. Ich weiß nicht, ob man es noch sieht. Aber den hat die Noah gekauft. Ja, die Noah hat halt den Ghibli-Store leer gekauft, ja. Die Noah, weißt du, dann hat die Noah immer so schlechtes Gewissen. Boah, soll ich das kaufen? Und so, aber ich sag immer, einkauf. So, man ist, wir sind einmal da, weißt du, dann mach halt. Ne? Ich sag immer so, weißt du, dann hol dir lieber keine Pizza online oder ne, bestell mal nicht, mach lieber da, ist viel besser. Okay. Ne? Ja, und die Noah hat so viel eingekauft. Hätte ich auch gemacht, wie ich sage. Soll ich was nehmen? Ja. Und was auch cool ist, und überall sind so Lautsprecher, überall, du steigst bei der U-Bahn-Station aus, in jede U-Bahn gibt es ein eigenes Lied, du steigst aus bei einer U-Bahn in Japan und es gibt ein eigenes Lied, jede U-Bahn-Station hat ihr eigenes Lied, du steigst aus und überall, du schaust dich um und auf einmal, du bist auf der U-Bahn-Station, auf einmal hörst du, tipp, 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 denkst du, wo sitzt der Spatz? Tipp, tipp, tipp. Und dann haben die überall auf der ganzen U-Bahn-Station so keine Lautsprecher. Und da tippen immer Vögel draus. Und das haben die nur, weil damit keine Tauben herkommen. Auf alle U-Bahn-Stationen tippen, weil damit keine Leute, damit keine Tauben kommen. Tippt sie in der ganzen U-Bahn-Station. Und überall hast du so kleine Lautsprecher und Musik und alles ist irgendwie vertont. Und auch hier, weißt du, wird alles immer erklärt. Der Bankomat, also der Bankautomat, der spricht mit dir in Japan. Du willst Geld abheben, dann sagt er, oh, guten Abend, schön, dass Sie hier sind. Drücken Sie, also in Japan redet alles mit dir, ne? So. Sei in Tokio, wir sind in Tokio, Edward. Ja. Bagoron! Bagorion! Vielen Dank für 5 Gifts am Bagorion! Dankeschön! Vielen Dank für 5 Gifts am Danke dir! Gibt's schon den Bagorion Packakteen? Dankeschön! Vielen lieben Dank! Dankeschön! Und hallo Julia! Hier 100 Euro bei den Sack weg! Ja, ja! Es ist so! Skylar, danke für 500 Euro! Hallo meine Hübsche, wie geht's dir? So! Genau! Und du gibst dir dein Wechselgeld! Schau hier! Du gibst dein Geld! Dein Geld hier rein! Du gibst dein Geld hier rein! Das überschüssige Geld kommt hier wieder raus, der Rest bleibt bei ihm. Super. Weil in Japan, du gibst in Japan den Leuten das Geld nicht in die Hand. Du gibst es entweder in so ein Ding rein und dann nimmt sich der das selber. Oder es gibt so kleine Tassen, so kleine Schälchen immer und dort legst du das Geld rein. Und die nehmen dann das Schälchen und nehmen das Geld raus. Und die geben das Wechselgeld auch auf dieses Schälchen und stellen das Schälchen wieder hin. Du gibst es nicht direkt in die Hand. Mach's einfach nicht. Ne? Also so, aber so für ältere Leute ist es super sowas, ne? Also einfach da rein, fertig. Super cool, wirklich. So, und dann, und schau, und genau, und hier, da steht, wie viel Geld du reingegeben hast, wie viel du zurückbekommst, und drückst auf OK, und dann kommt hier das Wechselgeld raus. Achtung. Da, und ist schon da. Fertig. Kein Kundenkontakt. Ich hatte besonders. So. Ja, und dann gehen wir wieder raus. Okay. Hoffentlich spukt's da drin heute nicht. Hehehehe. So, okay. Seht ihr das? Ah ja. Die Noah hat die gekauft. Genau, das hat die Noah heute gekauft. Das ist so ein kleiner Totoro. Na, seht ihr? Und den kann man in die Blume in die Hand stecken. Und den hat sie heute gekauft. Warum ist das in Deutschland nicht Standard? Es gibt viele Sachen, die sind in Japan wirklich sehr geil. Also es sind wirklich sehr viele Sachen. Also Internet hast du sowieso überall. Und, oh, Bagurion! Ich danke dir, dass du da bist. Vielen Dank. Bei uns, ey, Palomelasis! Bei uns gibt es das schon lange. Was gibt schon lange? Nee, aber es gibt auch viele Sachen, auch dieses mit Karte zahlen und wie gesagt, alle sind super höflich und was ich halt in Japan urgerne mag, ist, dass ich das Gefühl habe, so jeder weiß sich zu benehmen. Klingt immer doof, ne? Ist nicht so, dass in Deutschland sich nicht jeder benimmt, aber in Japan, da hört keine laut Musik in der U-Bahn. Das gibt's nicht. Also, in Japan, die leben alle so,
dass du den anderen nicht am Nerv gehst. So, jeder ist natürlich auch ein bisschen sehr einsam. Ne? In Japan gibt es kein soziales Leben. Die sind alle oft sehr vereinsamt, die Leute oft. Ne? Und was auch krass ist, Obdachlose, die fragen hier nicht nach Geld. Wir haben so zwei Obdachlose gesehen. Ist einfach nur ein interessanter Fakt. Die fragen nicht nach Geld, weil selbst die wollen andere Leute nicht belästigen. Da saß irgendwie so eine Omi, da bin ich egal, habe so ein paar Yen gegeben, aber die saß da einfach so da und die hat nicht, die wollte andere nicht belästigen. Und dann habe ich ihr was gegeben und dann habe ich aber mir gedacht, scheiße, war das gerade unhöflich von mir, dass ich gerade ihr Geld, weißt du so, ja, in Japan gibt es doch kein Trinkgeld. In Japan gibt es kein Trinkgeld, weil das machst du nicht. Und jetzt habe ich ein bisschen schlechtes Wissen gehabt, ob das jetzt irgendwie schlecht von mir war, dass ich dir was geben habe, weil es könnte ja irgendwie so sein, dass ich ihr dann quasi unterstelle, dass sie arm ist. Weißt du, so irgendwie. Und da habe ich irgendwie schlecht, aber ich habe eine Freundin, eine japanische, die war mit uns mit und die hat gesagt, nee, ist okay. Ich hoffe, dass es okay war. Aber weiß er nicht, ne? Ja. Ja. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass es okay war. Aber ich denke mir halt, wo soll die sonst das herbekommen? Na, aber die hat sich auch bedankt. Die hat sich gesagt, oh, dumme Ricardo, so. Die hat sich auch sehr nett bedankt. Ich glaube, die hat sich gefreut, aber man weiß nicht so. Ne? Aber ich glaube, es war okay. Ja. So. Und die Gießkanne. Und, okay. Das ist die Gießkanne, die nur gekauft habe. Das ist eine Gießkanne. Ja. Und die Gießkanne. So. Nimmst du den? Chat, ja, bin ich noch da? Ja. Hoffentlich spuckt es heute nicht drin, meine Mäusen. Ja. Das könnte ja gruselig werden. Ja. Aber gut, dann trete ich meinen ersten Arbeitstag mal an. Das ist eine geile Überleitung fürs Spiel, ha? Okay, ey, wir müssen darüber. Oh, ich hoffe, der hat sich das als Beleidigung angesehen. Weil, wo ist das für unser Hotel? Ey, und dann habe ich euch noch, wollt ihr noch den Spaziergang sehen? Ich habe euch einfach so ein bisschen den... wie es so aussieht in Japan. Was in Japan noch ist, viele kleine Details, überall. Du siehst überall die Straßen, überall so kleine Details. Super. Soll ich zeigen noch? Flupschi, hallo mein Hübscher, das war real, zeig Angst. Viking, wie geht's da mein Hübscher? Erzähl mal. Okay, ich zeig. Yukira, meine Süße. Ja, dann eben nicht. So. Ich weiß gar nicht, wie spät es da war. Ich muss nicht, lass einfach laufen, das ist doch scheißegal. Die haben Freude. 7 oder 8 was? Sehen dann was? Cool in Japan ist. Und bei mir, wenn ich das schaue gerade, also wenn ich das gerade abspiele, dann ist es so 2 Uhr, 3 Uhr in der Früh. Ah, fast 4. Ja, das ist so. Ja, ich weiß. Und die Uhr schlafen schon. Man geht zu viel. Ne? Und es ist so kalt in Japan. Wir haben gerade, das ist eine gute Frage. In Japan, wir haben aktuell 6 Grad. In Japan 6 Grad. Also wirklich, bei uns ist dann der Väterchen Frost ist am Tanzen. 6 Grad haben wir. Es ist so kalt in Japan. Es ist wirklich. Also 6 Grad hat es gerade. Und windig. Es ist so windig. Es ist so windig in Japan. Ey, wir fliegen davon. Aber heute hatten wir Sonne. 5 Grad. Happy Guys, auch so kalt. Berlin 2 Grad kälter. Ja. Warum ist denn, ich dachte, jetzt komme ich. Hey, krass, ich dachte, 8 Grad bei euch. Ich dachte, ach so. Bei mir 3 Grad hier auch wieder kalt. Bam gehen. Bei uns, hey, krass. Okay, gut, dann ist es nicht. Bei uns war 6 Grad. Ich dachte, bei euch ist es wärmer. Weil als ich in Deutschland war, war es noch wärmer. Man läuft zu viel und dann tut alles. Ja, die können wir. Willst du die jetzt oder morgen in der Früh? Ja. Natürlich. Ist wieder kalt geworden. Andreas, mein Hübscher. Was ist das? Und sie leistet, danke für den Sack. Da brennt. Und da war irgendwie so ein Kamin, der hat irgendwie gebrannt. Fand ich komisch. Ja, aber da brennt. Okay. Nee, Es ist nämlich Erdbeerzeit in Japan. Das Ding ist, wir gehen natürlich jetzt nicht viel, ne? Also, und ich sitze hier den ganzen Tag nur daheim. Und dann. Und ich kann eigentlich immer viel gehen, aber ich spüre es schon in den Beinen, als wäre ich so auf so ein. Rock am Ring gewesen für 4 Tage, weißt? Mir tun die Beine so weh. Ey, ich renne den ganzen Tag um und um. Ich glaube, jeden Tag rennen wir so 13 Kilometer. Ist echt, also ja, ist viel, aber ist es so viel? Aber mir tut alles weh. Deswegen habe ich heute ein Bad gebraucht. Ey, es ist so wirklich. Und ich bin schon in dem State, wo ich mir denke, um Gottes Willen. Oh, und deswegen, das ist auch so. Es ist so sauber. Wir sind geflogen und im Flugzeug, wir sind mit so einer japanischen Airline geflogen, eine sehr gute Airline. Das war das beste Essen, was ich je in einem Flugzeug gegessen habe. Und wir sind geflogen und dann war dort eine Frau,
und so eine Panel. Und die hat einfach, kommt die durch, ich dachte, ich sehe schlecht, kommt die mit so kleinen Schäufelchen und mit so einem Besen und fegt den Flur vom Flugzeug. Die geht da zwischen den Leuten durch, weißt du, da sind so Sitze, Sitze in der Mitte gegangen, die geht da und fegt. Ich dachte mir, wo bin ich da? Die sind so sauber. Da kommen Leute, wir haben so, es gibt, kennt sie vielleicht, die haben so Wegen. Und da sind so Bügel und da sitzt man hinten drauf und dann rennen die so mit so einem Wagen. Und weißt du, und so, und da sind so 5, 6, 8 Jugendliche, die haben so eine Uniform angehabt und die sind durch die Straßen gegangen und haben die sauber gemacht. Die gehen und heben da hebt irgend so ein Zigarettenstummel lag am Boden. Die haben so eine kleine Tüte mitgehabt, rein in die Tüte. Also das schon, also wirklich, also es ist richtig sauber. Die geben, also das ist schon krass. Also das ist schon, also wirklich ultra sauber. Da ist, also, und ja, super. Also wirklich, manche Sachen muss man nicht sagen, das ist ein Wahnsinn. Rikscha, ich habe keine Ahnung, ob das so heißt. Ich gehe jetzt gleich nach Hause, nehme ein nices Bad. Hallo, Freunde, wie geht's dir? Dann doch schon mal. Ja, also manche Sachen, also manches, wirklich, was man denkt jetzt, Japan ist cool und ist es auch, aber in Japan, was die Japaner dann voll mögen, habe ich mir sagen lassen, Deutsche sind super gesellig. So, die sitzen und reden und so. Und das ist in Japan nicht so. Und das mögen Japaner super gern, wenn sie nach Deutschland kommen. Dieses super Gesellige und so. Na, das ist das andere, aber sonst, also was Sauberkeit und Disziplin und Ordnung und wie gesagt, bei der U-Bahn-Station, die Leute stehen in einer Reihe, also U-Bahn-Station, du stehst in einer Reihe, die Tür gehen auf, alle gehen nach der Reihe rein, also das heißt, wenn alle aussteigen, dann gehen alle rein, also das ist schon krass, ne? Oder beim Lift, oder bei, wenn ich, du stehst, bei der U-Bahn, in der U-Bahn, die Türen gehen auf, die bilden eine Schlange. So, die bilden in der U-Bahn, die bilden eine Schlange und gehen alle nacheinander rein. Unglaublich. Also wirklich. Wenn es danach mal was wäre, ja, also es ist unglaublich. Wir sind voll Spießer. Ich war letztes Jahr in Japan und es war sehr interessant, aber Digga, jede verdammte Ampel vollgezwitscher, jede Station Musik, alle 30 Sekunden Bahn durchsagen. In der Bahn Melodien und Station durchsagen, 24/7. Ja, das ist wahr. Also es wird irrsinnig viel, also wie gesagt, irrsinnig viel Lautsprecher und sowas, das stimmt. Am Pflanz geht's gut. Lovely. Geil. Hat man auch gar keine Sorgen gemacht. Kann mir jemand sagen, wo die liebe Putzi gerade ist? Ich bin gerade in Japan, steht die oben. Ich bin gerade in einer Karaoke-Bar im Keller. Da bin ich, ist wirklich so. Vielleicht schlafe ich kurz oder so, weil ich will den morgigen Tag nicht scheiße antreten. So der Morgen, also ich weiß, ich. Nee, ich. Ja, ich will den morgigen Tag nicht verschwenden. So, weißt du, trotzdem. Und es wird schon irgendwie gehen, aber ja. In welcher Stadt? Tokio, ich bin so, in Tokio. Weißt du? Und ich hoffe sehr, alter Bäumchen. Oh, was ist das für ein Baum? Das ist ein Rosenbaum. Da, was ist das für ein Baum? Was, ihr, da sind doch ein paar Botaniker unter euch. Was ist das für ein Baum? Was ist das für ein Baum? Ist das echt? Das sind wie Rosen drauf. Was ist das für ein Baum? Der ist echt nur. Graben aus, wir geben ihn in den Flugzeug mit. Magnolien! Ah ja. Magnomien. Ah, das war Magnomine. Hä? Das sind wie Rosen. Was ist ein Magnomie? Gibt's den bei uns auch, das ist ein Magnomie? Wie verständigt ihr euch? Auf Englisch oder mit Übersetzer? Beides. Gibt es bei uns auch? Ah, okay, aber nie gesehen. Schaut aus wie eine Rose. Ja, krass, was es alles gibt. Jake Boyd, mein George, wie geht's dir? Wir haben ihn aus, wir geben ihn in den Flugzeug. Das ist ein Taschenform. Mit. Ah, krass, aber sehen anders aus. Die riecht auch mega. Ja, nee, nee, ja und sonst, sonst gibt's hier nichts. Chat, also ich lasse jetzt mal rum und wir sehen uns ja eh gleich. Okay, bis ich übergebe wieder. Tschüss. Tschüss! Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe euch gleich einen Convenience Store gezeigt. Ja? Und da gehen wir gleich in Game auch rein. Ich hoffe, ihr habt Bock. Also, ich hoffe, es wird alles nice. Ich hoffe, es war interessant so ein bisschen. Ne? Ich dachte mir, es ist irgendwie geil fürs Intro so ein bisschen so. Weil, wenn ich schon da bin, dann hau ich gleich rein. So. So. Gibt's. Ja, wie gesagt, ja, ich freue mich, dass es gefallen hat. So, gibt es. Okay. Ich mach mal wieder. So. Danke für den Sub, danke schön, vielen Dank, mein Höfli. Danke dir.
das war sehr interessant. Ich freue mich, dass es euch gefallen hat. Ne? So, meine Bonzos, wollen wir gleich zum Start anfangen oder wollt ihr noch talken oder habt ihr noch Fragen oder so? Oder weiß nicht? Starten? Wie viel Uhr ist es? YouTube. Schau mal, ich habe extra eingeblendet. Starten Convenience Store ist für uns sehr unterhaltsam. Ja, rein, der erstmal die Mütze streicheln, wenn er näher kommt. Was? Hallo, Wollnis, mein Hübschen, wie geht's dir? Bist du noch mit Philipp unterwegs? Ich habe ihn noch nicht getroffen, aber wir treffen uns am Donnerstag. Ich habe, ja, Obst ist sehr teuer in Japan, das stimmt. Ja. Schildrose, mein Hübschen, wie geht's dir? Und hallo, Hasis. Hast du schon eine Suppe in so einem Store aufgehört? Achso, das habe ich auch vergessen. Man kann bei diesen Convenience Stores Suppen wärmen. Also du kannst dann so eine Suppe kaufen und die kannst du dann auch dort gleich warm machen, was auch ziemlich geil ist. Schneidest du noch eine Karaoke-Partie? Ich wüsste nicht wie. Der hat mir nicht gesagt. Also der Shit. Da ist eine Kamera. Ich kann doch jetzt kein Selfie von mir machen. Oder? Ich sehe das gerade, da ist so eine Kamera. Aber wofür ist sie sonst da? Die Lüfter auf dem Stuhl da hinten. Achso, ja, das ist geil. Komm, wir singen einfach zusammen. Ja, ich kann mich kurz, wie gesagt, ich zeige euch kurz nochmal meinen Raum. Ne? Also, das ist so mein Raum. Da, ich bin, wie gesagt, gerade auf Urlaub. Ne? Ja. Mehr gibt es hier nicht zu sehen. Ihr müsst mir einmal umrichten nach Japan, weil es so viel. Wenn die nächsten Streamer. Die nächsten Streams am. Also jeden Dienstag streame ich. Die sind auch aus diesem Raum. Aber der ist ja super. Also bis jetzt ist ja alles toll. Ne? Ist das ein Karaoke-Bar? Das ist kein Karaoke-Bar, das ist ein privates. Ein Raum. Der ist einfach im Keller. Das ist ein privater Karaoke-Raum. Und den habe ich gefunden im Internet, habe ich angeschrieben. Und habe denen das Geld dann auch gegeben im Kuvert. Ich habe mich erkundigt, wie gibt man Asiaten Geld? Wie gibt man das? Gibt man dem im Kuvert oder gebe ich denen das Bar? Und habe ich mir extra ein Kuvert gekauft, habe alles ins Kuvert gegeben und mit beiden Händen überreicht. Und ich habe viel gelernt. Man sagt zum Beispiel, Arigato ist einfach nur Danke. Aber Arigato ist so ein bisschen nicht höflich. Das ist so, das sage ich zur. Arigato sage ich zum Ul, wenn er einen Sub. Ey, Arigato. Weißt du, man kennt sich, sag mal Arigato. Aber Arigato gozaimasu ist, wenn es höflich ist. Und wenn man ganz vielen Dank sagen will, dann sagt man Domo Arigato gozaimasu. Dann ist es so die Steigerung, ist einfach nur länger. Heißt ja alles gelernt. Auf jeden Fall nicht aufreißen. Ey, Tipo, hallo, mein Hübscher. Wärst du in Korea, hättest du die 20 Spycams um dich rum. Oh, wann bekommst du die Drogen dann? Ich muss sagen, ich bin nicht neidisch, ich möchte auch mal umgehen nach Japan, für mindestens einen Monat, eine Woche wäre zu wenig. Wir sind 3 Wochen, also wir sind bis 17. Wie lange sind wir dort? Bis 17, also wie gesagt, bis 17. März sind wir dort. Ist es besser, das Geld erst in Japan abzuheben oder soll man mit Bargeld anfliegen? Der Wechselkurs in Japan, du zahlst keine Gebühren, habe ich geschaut. Aber bei meiner Bank in Deutschland zahle ich 3,50 € Gebühren. Also ich habe einfach hier gemacht. Ich habe alles hier gemacht. Ich habe am Flughafen in Japan, habe ich 100-Euro-Schein wechseln lassen, damit man ein bisschen was hat, falls was nicht gehen sollte, aber ich habe eine Karte. Passt, mach einfach hier. Denke nur mehr, mein Hübscher, wie geht's dir? Okay, so, meine Putzels. Seid ihr bereit? Da gehen wir jetzt rein in den Convenience Store. Ich hoffe, dass alles läuft. Ich hoffe, dass alles passt. Und ich hoffe, dass... So, warte mal kurz. Wenn ich das minimiere, ist es scheiße. Ist die Uhrzeit... Nein, die Uhrzeit ist weg! Nein! Meine Uhrzeit! Chat, meine Uhrzeit! Ha! Schau mal! Nein! Meine Uhr! Ja, ich will meine Uhr wieder haben. Ah, meine Uhr! Ich fand das so eine coole Idee! Ah! Nein! Meine Uhr! Scheiße! Chat, ihr habt meine Uhr gestohlen. Ich hätte, glaube ich, einen zweiten Bildschirm hätte ich noch mitnehmen sollen. Warte, ich mach's anders. Moment.
So. Moment, ich mach das. Ist jetzt wieder da? Scheiße. Ich will das mit der Uhr. Ich weiß, es ist euch allen egal, aber ich fand das irgendwie cool, weil dann habe ich das Gefühl, es ist jetzt auch live dabei. Ich fand das irgendwie eine nette Anekdote. Nimm die Batterie raus. Ist die Uhr wieder? Ah ja, sie ist zur Hälfte wieder da. Jo. Ja, so ist doch. Passt, wir sind da. Okay, gut. Ja, ich dachte, das ist irgendwie cool. Okay, gut, dann gibt es einen Convenience Store Simulator. Ein Horror-Game. Ach, scheiß Uhr da. Es gibt ein Horror-Game und das heißt Convenience Store. Und das spielen wir jetzt. Wenn ich die Uhr herkriege. Nein, meine Uhr! Shit. Meine Uhr! Nein! Meine Uhr! Scheiße! Das gibt's doch nicht. Ich will doch meine Uhr. Ich will euch mitnehmen. Ich will euch mitnehmen in eine Zeit, wo es Uhren gab. Moment. Ach, ich habe hier zwei. Jetzt. Und wo ist meine Uhr? Drecksack. Gib mir eine Uhr wieder her. Warte mal, ich mach das neu. Moment. Ha! Hab ich schon euch erzählt, dass es anstrengend ist? Ich hoffe, es ist nicht so nervig. Ich versuche nur gerade meine Uhr zu holen. Wo ist denn jetzt meine Uhr? Da? Ist das meine Uhr? Wo ist meine Uhr? Ach, die Scheiße. Danke für den Sub. Moment. Moment. Eigenschaften? Current Local Time. Okay. Wo ist denn die jetzt? Gut. Hä? Meine Uhr ist weg. Ich hätte meine Uhr weg. Scheißdreck. Warte, ich muss sie neu einfügen jetzt gleich. So, wir spielen gleich. Habt ihr noch Zeit, gell? Oder seid ihr schon im Bett? Geht's schon schlafen? Oder wie ist es aus? So, Moment. Ich. Fenster. Aber. So. Uhr. Hä? Wo ist da? Okay, Uhr ist da. So, Moment. So, sagt's mal alle Hallo Uhr. Nein! Uhr! Okay. So. Perfekt. So geht's. So, gut, meine Wurzels, wir gehen. Also, zieht eure Hosen an. Warte! Passt! Ja, passt. Gut. Hallo, Spaten, hallo, mein Schatz. Gut, meine Butzel, wir gehen rein. So, jetzt habe ich's. Okay. Dann, ich starte mal das Spiel und wir gehen rein in Convenience Store, ein japanisches Horror Game, Chiller's Arts. Wer kennt's noch nicht? Kurze Frage. Warum nicht aus? Ah, ich find's irgendwie cool, dass man. Weil viele Leute kommen rein, die wissen gar nicht, wo ich gerade bin. Und ich find's irgendwie spannend, die Uhrzeit zu sehen. Damit ihr wisst, wie spät es bei mir ist und wie spät es bei euch ist. Wer kennt's von euch noch nicht? Du meinst Hose aus. Ah ja, Hose aus. Ja, entschuldigen. Ist ja schon. Ja, ist ja schon 8 Uhr. Stimmt. Angst vor dem Mond. Ich schon, du kennst nicht. Okay. Wo weißt du, dass ich keine Hose trage? Weil ich in Japan haben die überall Kameras. Und ich hab mich eingehackt. Das auf die Hose bezogen. Gut, also einige von euch kennen es nicht. Passt. Dann starte ich. Windelkontrolle nicht vergessen. Die machen wir gleich, wenn wir dann im Spiel sind. So. Bin gespannt. Lang nicht mehr gespielt. Hoffe, es läuft alles, weil jetzt hatte ich ein Spiel. Jetzt habe ich dann wieder ein neues Fenster auf und so. Ah, da sind wir doch. Okay. Window. Tada, und. Okay. Passt. Gut. Krasses Objektiv. Das ist die Elgato-Kamera. Die ist super. Aber ist die Qualität gut? Seid ihr zufrieden? Oh, Leute, ich sehe es schon. Okay. Meine Butzels. Und Schmutzels. Herzlich willkommen in Convenience Store. Ist gut, Tanai. Okay. Herzlich willkommen im Convenience Store. Wer das Spiel nicht kennt, wir spielen es auf Englisch, by the way. Das ist ein Chiller's Arts Game. Ich weiß, es ist alles, ich bin hier so groß, oben ist die Zeit. Soll ich? Achso, warte mal.
Ich kann hier auch noch. Moment, warte, ich gehe nochmal hier hin. Uhr, bam, 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 bam. Genau. So, ich weiß. Ich fand es irgendwie cool. Stört euch das, wenn das hier so ist, Chat? Ist okay? Weil ich kann nicht anders. Passt es so? Wer sagt es ihm? Was sagt wer mir? Wozu machst du einen ELCM aus dem Kujira? Wer sagt es ihm? Was denn? Ey, das heißt, ich bin in Tokio. In den Keller. Wo ist die Zeit hin? Achso, weil die Uhr weg ist. Ah, Nini Martini. Perfekt. Ja, ich bin gerade, also für die Leute, ich bin gerade in einem, also für die Leute, die gerade eingeschaltet haben, herzlich willkommen. Ich bin gerade in Tokio in einem Karaoke-Keller in Japan. Ich habe mir einfach einen Raum gemietet. Der kostet, glaube ich, so 50 Euro, wohl 38 Euro kostet der, ne? Circa pro Tag, pro. Und ich habe den bis 7 Uhr in der Früh. Und es ist gerade 4 Uhr. Also das heißt, 3 Stunden habe ich den Raum noch. So. Und, ja. Und ich bin gerade, wie gesagt, ich bin mitten in Tokio und es ist gerade 4 Uhr in der Früh bei uns. So. Allein, ich bin alleine. Ja, der ist wieder gegangen. Der hat gesagt, wenn ich aufs Klo, und der hat, ganz kurz, ich sage noch, der hat gesagt, wenn ich aufs Klo muss, Tür kann ich offen lassen. Da stiehlt keiner was. Habe ich gesagt, ey, aber ich habe Computer und alles da. Er sagt, ah, lass Tür offen, ist kein Problem, stiehlt keiner. Also ich muss, by the way, wenn ich aufs Klo muss, hier ist kein Klo, dann muss ich rüber zum 7-Eleven, wirklich in den Convenience Store. Wenn ich, das ist ja auch geil, wenn ich aufs Klo muss, dann muss ich hier hin. Da muss ich da rein. Wenn ich aufs Klo muss, muss ich hier rein. Geil, oder? So, an meine Butzels, wir gehen jetzt rein. Willkommen im Horror. Odoara. Hä, wo wohnt ihr dann? Wir wohnen im Hotel. Das ist aber... So. Es ist Zeit. Ich muss mich auf den Weg... Ich muss mich fertig machen zur Arbeit. Ah. Ey, das ist so lange her, dass ich das gespielt habe. Yokuneta. Gut geschlafen. Chat, wer hat heute gut geschlafen? Zeig Zähne hoch. Hoffentlich drückt er den warmen Tee nicht. Oh Scheiße, ich soll nicht so viel trinken. Ich will nicht aufs Klo gehen. Wenn ich aufs Klo gehe, dann muss ich hier wirklich gehen. Und ihr seid, bleibt's live und ich muss halt allein aufs Klo. Du hast recht, ich soll den Tee aufpassen. Damit die bessere Hälfte schlafen kann, dass ich raum gehen. Ja, nee, weil die Wände so dünn sind. Genau. Ich kann nicht aus dem Hotelzimmer streamen, weil die Wände zu dünn sind. Wenn ich um 3 Uhr in der Früh zum Schreien beginne, dann hört mich jeder. Deswegen muss ich einen eigenen Raum nehmen. Ne? Kannst du das Licht im Raum dunkler machen? Ich schau. Kein Problem. Ich schau. Ich weiß nicht wo. Moment. Aua. Wo ist denn der Lichtschalter? Besser, oder? Ist besser, oder? Ist besser? Keck, warum lachen alle? Was habe ich gemacht? Ist es besser so? Du musst Licht aussagen. Der Keller ist in der Karaoke-Bar. Das ist nur ein Karaoke-Raum, das ist keine Bar. Besser? Ja, okay. Gut. Okay. Putzi steht wie ein Vater beim Grillen. Jetzt bist halt vielleicht aus dem Bett geflogen, ha? Mit dem Kopf gegen die Tür gedonnert. Kann sein. Vielleicht war irgendwo welcher Türstock zu niedrig. Frechheit wirklich. Andrea sagt was. So, wir gehen jetzt rein. Gut. Gut. Gut geschlafen. Achso, ja, gut geschlafen. Okay, dann gehen wir. Wie spielst du denn gerade? Ah, stimmt ja nicht.
Um 11:30. Das hat sich der Dude auch gedacht, dass er, oh, ich muss den Trottel dann auch machen. Okay, was haben wir da? Ich kann es auch nicht lesen. Ich bin jetzt zwar gerade mitten in Japan, aber ich kann es ja nicht. Lesen kann ich es ja trotzdem nicht. Und da ist mein Arbeitsplatz. Egal, wie böse Position es ist. Hä? Wer war böse? Kann ich hier nicht raus? Oh doch. Und das ist mein Arbeitsplatz, oder? Es ist dunkel draußen. Gut. Aber ich weiß nicht, was das ist. Und das ist das stilles Atemmaskottchen, das weiß ich noch. Okay. Gut. Oh. Boah, warte mal, gibt es die Steckdosen? Ich bin. Das ist so cool. Ey, es ist cool für mich auch, weil ich gerade in Japan bin, ja. Ne? Und dann ist es halt irgendwie ganz spannend zu sehen, ob es dieselben Steckdosen und alles, ne? Also wie akkurat das alles ist. Oh, wäre es nicht eigentlich gruseliger, wenn du Karaoke von Chillers Art spielst? Könnte ich, aber das haben wir erst gespielt. Ich sollte eine Taschenlampe mitbringen. Hallo, die Fuchsi. Gyokuro Tata. In Japan gibt es übrigens überall diese Po-Duschen. Und das ist kein Scherz. Das ist, also du sitzt dann auf das Klo, das ist ein elektrisches Klo und da blinkt ein Licht also. Und dann ist hier so ein kleiner Automat. Und du kannst auf den Automaten drücken und dann ist da ein Zeichen für Popo und für Frauen auch für vorne. Und dann kannst du den Druck einstellen, kannst Plus, Minus drücken, Druck einstellen. Und du kannst Klobrille auch heizen, natürlich. Und Marin, guck mal, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ey, Pigi, das ist ich muss an die Puppkeller denken. Ey, das war mal geiles Spiel. Und das Ding ist halt, bei dem Klo. Du sitzt dann am Klo und drückst auf den Popo. Und dann kommt hier raus, hier, wo der Punkt ist, hier kommt dann so ein kleiner Aber direkt drauf. Ne? Aber wirklich, also da haben es irgendwie, wenn ich mir das gemacht habe, dann haben sie abgemessen, aber direkt drauf. Ne? Aber direkt beim Arsch. Also ich sag dir, ne? Du, und das Ding ist halt, das hört auch nur auf, wenn du dann auf Stopp drückst. Aber ich drück nicht auf Stopp. Ich lass laufen. Ich denk mir, komm, mach sauber. Also da, kann, also du bist du Stopp drückst, aber ich hab gesagt, komm heute, ich bin da, ich bin auf Urlaub, bisschen länger darf sein. Nee, ist wirklich so. Man gewöhnt sich dran. Man gewöhnt sich dran, wenn man da ist. Man gewöhnt sich dran. Man fühlt sich wie bringt. Man gewöhnt sich dran. So, oh nee, ist schon nice. Nee, man braucht wie eine Grube. Super, ich sage euch wirklich, also das kann ich nur empfehlen. Da öffnet die Schleuse noch. Wasserspender. Also wirklich, kann man sagen. Direkt richtig rein. Also, aber direkt drauf. Also, es ist wirklich, ne? Also, es ist wirklich, also man ist es ungewohnt als Deutscher, aber ich bin großer Fan. Wenn ich eine eigene Wohnung mal, ein eigenes Haus hätte oder eine eigene Wohnung, dann würde ich mir das holen. Das ist super, weil das ist wirklich toll. Also, es ist wirklich geil. Und viel sauberer. So. Oh, Taschenlampe bitte. Oh, shit, ihr müsst mir sagen, wenn hinter mir wer kommt. Ich sehe ihn nicht. Auf einmal steht am Heuchelmörder bei mir. Ah. Noah denkt sich nur, wo bleibt der Putzi, der hat uns ein paar gekichert. Da fühlt sich das Popo schon wohl. Ach du Marino, ich sag dir. Und sauber ist es auch. Wo in Deutschland? Wie in Deutschland? In Alt. Ey, Mark, bitte, wie geht's dir? Ich sollte etwas essen. I need to eat something, change and grow. Okay, ich sollte essen. Ja, ich habe auch noch nichts gegessen. Wann habe ich das letzte Mal gegessen? Um 8 Uhr oder so. Ich war bei McDonald's. Bitte, liebe Hübsche, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Kommt da kaltes Wasser eigentlich raus? Das Wasser bei der Po-Dusche ist natürlich auch warm. Außer du lässt es so wie ich, dann wird es irgendwo mal kalt. Aber ist warm. Ich muss mich umziehen, ja. Ich bin seit Anfang an hier. Ey, sorry. So. Hallo ihr Süßen, danke, dass ihr alle da seid und danke, dass ihr euren Abend mit mir verbringt. Meinen Morgen mittlerweile. Ich hoffe, es macht Spaß. Ist ein bisschen anders, aber ich hoffe, dass es cool ist. Also ich soll was essen hier. Kann ich sie essen? Bitte füttern Sie mich. Ah! Ah, was haben wir denn heute? Was ist das denn?
Achso, ja, wir nehmen ein Mikro. Ach, herrlich, wie im 5-Sterne-Restaurant. Moment. Biest, dankeschön! Biestel, danke für 65 Monate. Vielen Dank. Und Sebi, danke für 8. Kuno, Matthias, danke für 11. Chris, danke für 41. Sieht das lecker aus, nicht? Ja, ist besser als gar nichts. Ne? Und die Wohnungen, also die Zimmer in Japan sind wirklich alles sehr klein. Das ist eigentlich relativ groß noch. Machen wir ab. Ja. Boah, du, da fällt mir ein, ganz ehrlich. So ein Küchlein hau ich mir auch jetzt ein Tesla aus. So, Chat. Das. Wow. Chat, what's your happiness? Dass du für die Community aus Japan zu sein. Ich danke, ich freue mich, dass du werden schützt. Vielen Dank. Oh. Fertig. Nee, ich freue mich, dass euch gefällt. Also ich fand es eine coole Idee, hier zu streamen. So, und ich hoffe, ja. Danae, Karin, danke, schmeckt mir. Ich fütter euch auch. Keine Service, den ich anbiete. Beim Sub natürlich, ne? So. Susi, meine Hübsche, wie geht's dir? Hallo, Badin. Denke mir mich alle, guten Morgen. So. Also, ihr habt schon. Bin ich fertig? Ja, oder? Weil er gerade den Kopf hinter der Tür durchschaute. Nee, oder? Ey, Leute, verarscht mich gerade, oder? War da gerade ein Kopf, der hinter der Tür durchschaute? Er leckt mich, nee, oder er verarscht mich gerade. Leute, ich habe gerade wirklich Angst. Leute, es ist 4 Uhr in der Früh, ich bin alleine da, da ist niemand. Nee, oder? Die Tür oben ist nicht zugesperrt. Wenn der Meuchelmörder kommt, ich bin tot. Das war's. Wenn der Meuchelmörder kommt, das war's mit mir. Also wirklich, ne? Ihn geben nicht draußen. Sei nicht sanft, du Verrückte. Ich sterbe 1000 Tode. Ich habe kein Geräusch gehört. Kein Scherz. Der hat's gerumst gerade. Ey Leute, das ist gerade Horror. Ich habe irgendwie rumsen. Habt ihr das gehört? Habt ihr das? Der hat's gerumst. Hallo Munst. Habt ihr es gehört? Der hat's irgendwie gerumst. Shit. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt sterbe, macht's ein gutes TikTok draus. Ich schau mal kurz. Angst gehabt habe. Ich kann nicht zusperren. Ha, hier habe ich zugesperrt. Hier sperre ich zu. Hier habe ich zugesperrt. Ja, geil. Na, jetzt kann nichts mehr passieren. So, Aces High hätte es früher vorbei schon müssen, wenn es mich erschrecken willst. Ey Leute, ich weiß ja nicht. Ich habe Angst gehabt gerade. Bist du deppert? Das ist schon. Ich hab keine wirklich Angst gehabt. Ich sehe ja nicht, was hinter mir ist. Ich habe gerade den Kopf vorgestellt. Oh, Lidis, vielen Dank für 15 Monate. Dankeschön. Wir sagen Bescheid, wenn die Tür geht. Türchef, ich habe zugesperrt jetzt. Also unten zumindest. Ey, aber ich bin nicht auf wissen, wie geil das ist, bisschen Adrenalin. Aber wir gehen raus. Die Tür ist gerade aufgegangen. Leute, hört's auf jetzt. Ich. Was ist das? Das ist ja die Horrorvorstellung gerade. Ich hab halt wirklich Schiss gerade. Es ist wirklich unheimlich gerade. Also, es ist eine Unheimlichkeit, nämlich, dass ich hier bin. Das Spiel gar nicht so, sondern hier gerade mit dem Spiel. Das ist ein ganz eigenes Ding. Und in Japan, alle haben immer diese Ziegelmauern und alles. Okay, bleibst du in Japan. MC Rocky bis 17. Bis 17. März. Und jeden Dienstag ist Stream. Also nächsten Dienstag auch, würde ich gerne wieder machen. Und ja. Also ja. Aber so offen ist es hier auch nicht. Hallo, ist da wer?
Ich bin so alleine wie im Relive gerade. Kein Pumpkin Iron Frank da, nix. Hatan, hallo, mein Horrorstream ist jetzt immer aus Japan. Ich fliege jeden Dienstag nach Japan wegen Horrorstream. Oh, okay. Dann gehe ich halt mal in die Arbeit. Das macht mir gar nichts aus. Ich liebe meine Arbeit. Du. Einfach in Immersive Experience. Ey, wie unheimlich. Ja, okay. Wo bin ich denn? Wo? Ich wohne ja am letzten Berg. Ha? Oh, bin runtergefallen. Hallo, ist da wer? Entschuldigen Sie, haben Sie vielleicht eine Karoke Bar, wo ich sein könnte? Weil du müsst jetzt alle schreiben, putze hinter dir. Ey, da packt zwei Hase rauf. Ah, das wäre. Das Ding ist, ihr verarscht mich und auf einmal steht wirklich wer hinter mir. Was meinen da? Das ist aber ein schöner Arbeitsweg. Die Grillen zirpen gar nicht, weil es zu kalt ist. So. Ey, hallo, Kilo, Schatz, wie geht's dir? Ich hab wirklich Angst, dass hinter mir wer sein könnte. Oh, das ist auch in Japan. Überall bei den Nachbarn. Oh, Pitzel. Panzerichan, wurde Pitzel. Hallo, Putzi und Chat, freut mich. Hallo, Panzerichan, wurde Pitzel. Wie geht's dir? Dankeschön. Und was auch überall ist, überall in Japan haben die so Blumentöpfe vor der Wohnung stehen. Wieso? Vielen Dank für 2 Monate. Dankeschön. Die haben überall so Blumentöpfe da vorne stehen. Das ist schon, es ist alles asphaltiert in Japan. Alles. Es gibt fast kein grünes Ding. Aber irgendwo überall stehen so kleine Blumentöpfe. Da treten sie in den Klumpen vor. Ja, du, aber der Meuchelmörder klopft nicht vorhin. Wo ist denn meine Arbeitsstelle? Wird keiner sein. Wo ist denn meine Arbeitsstelle? Ich bin da gerade im tiefsten Wald drin. Bin ich richtig? Klar sind die Japaner noch höflicher. Ey, die Japaner sind alle höflicher. Also wirklich. Ups, da hinten muss ich hin. Ah, okay. Ups, ist so meines ist anderes. Der kann sich natürlich auch denken, der blöde Europäer. Aber das weiß ich ja nicht, was er sich denkt. Die sind nur nicht. Das ist echt ein gut. Pavel, das Spiel ist super. Wir gehen jetzt. Jack, willkommen eurem ersten Arbeitsplatz. Ich habe euch jetzt alle. Die Story ist diese. Ich habe euch nach Japan importiert. Und wir haben heute unseren ersten Arbeitstag. Nämlich im Convenience Store. So. Herr Engineer, nehmen Sie eine Schürze, Babsi, Schürze auch, bitte schön. Schulinade-Schürze. Marandos, Mariko kriegt auch eine Schürze. So. Hell Angel kriegt auch. Oh, da ist mein Arbeitsplatz. Shit. Ich kündige. Die Fuchsi kriegt auch eine Arbeitsschürze. So. Oh, warte mal. Da ist er. Der Obdachlose, ich bin so zwei gesehen. Der Blümi kriegt einen Lendenschutz. Keine Schürze. Hallo. Die sehen aber auch ein bisschen fertig aus. Ich weiß, was hier passiert ist. Ich wurde gerufen, um euch alle zu warnen. Aber den Namen kann ich nicht aussprechen. Der Tag des Gerichts wird kommen. Ja! Noch keine so guten Aussichten, ha? Bring mir was zu essen. Was kann man denn nicht bitte sagen? Oder du wirst ewige Bestrafung erfahren. Drecksau. Wie die Noah, ich sag dir. Jetzt hört ihr das gerade? Da ist irgendein Auto, hat hier geparkt. Hört ihr das gerade? Irgendein Auto geparkt und jetzt rattert das. Hört ihr das? Ich habe das Mikrofon darüber gedreht. Hört man das? Nee, hört sie nicht? Okay.
Aber vielleicht geht er wieder weg. Okay, gut. Gut, wir gehen weiter. Auf, das ist gruselig. Bibis auf, wer hat die Angst? Ich spiele ein Horror-Game, bin mitten in Japan alleine, es ist gerade 4 Uhr in der Früh. Aber ich bin cool. Ey, das ist der Convenience Store. Genauso sieht's aus. Hallo, meine Botzels. Willkommen am ersten Tag. Hallo, Maltana. Und auch Farmgirl Liesel. Willkommen am ersten Arbeitstag. Bitte bleiben Sie ein bisschen. Ah, schau, wie schön. Ja, hier sind die Magazine. Ey, scheiße, wie an, das ist 1 zu 1. Hier sind die Magazine. Ketchup. Ey, Leute, jetzt geht's aber wirklich. Warte kurz, ich zeig euch. Warte kurz. Ich zeig euch, das ist ja 1 zu 1. Also, es gibt ja. Das gab da keine. Das ist wirklich 1 zu 1. Hier sind die. Ich war heute im Convenience Store, ganz kurz. Ich zeige euch kurz, wie es da drin aussieht. Also, ich habe es euch ja zu Beginn schon mal gezeigt. Hier da, schaut mal her. Hier so, Convenience Store in Japan, wo ich heute war. Hier sind die Magazine. Hier sind die Magazine. Da ist alles, wie es ist. So, nur das Klo ist woanders. Das Klo ist nicht da. Überwachungskammer habe ich auch keine gesehen. Ja, Punkt, Punkt. Irgendetwas ist mit diesem Poster. Ich fühle mich angezogen. Also, ich beim Chat. Ja, wunderbar. Ja, was haben wir da heute? Hat er Mechimin. Mechimin hat es auf die Startseite gebracht, natürlich. Haben wir doch. Ja. Hier die Jesse Thiel auch dabei. Natürlich in Rot. Gerne gesehen. Da hinten die Gamermut. Gamermutti, schön, dass du da sind, schön, herzlich willkommen. Ich kaufe kaum noch Magazine. Aber ich kaufe die aus den Lee-Magazinen. Okay, schau mal, was gibt's hier noch? Fisch gibt's ja auch. Okay, gut. So, was haben wir da noch? Oh, so, wie heißen die Dinger? Da war man immer. Und hier kann man, das habe ich auch noch nicht gesehen, dass man hier dann essen kann, das habe ich auch noch nicht gesehen. Dieses scheiß Piepsel. Okay, so, was haben wir dann noch? Was ist im Sektor 2? Chips, ich möchte Chips haben. Chips, Algen. Was möchte ich haben? Chiles Arzt hat ja schon immer sehr kreativ, den Supporter zu zeigen. Ja, das sind Supporter, ja, ich habe sie schon gesehen. Da ist Gefriersachen, da ist ein Klo. Ah, das ist, glaube ich, auch ein Supporter, ne? Danke für, dass du die Toilette immer sauber hältst. Ah, um Gottes Willen, eine Donation! Oh Leute, vielen Dank! Tragetania, meine Süße! Danke für 10 Euro! Vielen Dank! Dankeschön! Ich hab auch scheiße Angst. Weißt du? Ich höre nur dieses Schreien, aber es könnte auch hier irgendwas sein. Daniel, vielen Dank für die Euro, Dankeschön. Ich habe nicht Scheiß, was ich weiß, das ist irgendwas. Daniel, vielen Dank für die Euro, Dankeschön, mein Hübscher, danke für den Support. Dankeschön, wie geht's dir? Wie geht's dir? Was gibt's Neues bei dir? Erzähl. Dankeschön, mein Hübscher, vielen Dank für den Support. Schöne Grüße aus Japan, vielen Dank. Magst du das Game ein bisschen leiser machen? Ist es so laut? Das müsstest du mir sagen. Warte. Ist das Spiel so laut? Ich muss es hier so machen. Wo ist es? Da, mal ein bisschen laut. Okay. Besser? Sind Sie besser? Oder noch leiser? Ich kann noch leiser. Hallo, Never Seen! Aber ich sehe ihn. Never Seen, ich wollte ihn wiedersehen. Ist gut? Oder noch leiser? Ich kann das nicht einschätzen. Sap, 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 sap. Ich scheiß euch nicht an. Es hat gerade geklopft.
Es hat gerade... Buh, 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 buh. Irgendwas hat gewackelt. Ich schwör's, es hat gerade irgendwie... Wisst ihr, wenn so ein Ventilator sich dreht und auf einem unebenen Stuhl sitzt? Du, gu, 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 gu. Ich verarsch euch nicht. Leute, das ist ja Horror wirklich live. Alles okay. Alles okay. Ich spuck nicht im Spiel. Wo ist das? So das Kinder-Gefühl. 17 Monate, wie geht's dir? Hast du mal The Grudge geschaut? Hört's auf jetzt! Okay. So. Ja, vielleicht, weil ich unter Koro gebar bin. Das kann auch sein. Und Aria hat da gedacht, für 15 Monate. Vielen Dank. Okay. Chat, was gibt's denn hier nochmal zum Trinken? Also, warte mal. Ja, wir waren hier. Was gibt's hier noch? Ist 1:1 wie in Japan. Ja, sehr gut. Wir gehen weiter. Yuhi. Ich kenne nur Asahi. Das ist ein japanisches Bier. Rabi Carrot Juice. I've been drinking only that cigarette. Karottensaft. Ich trinke nur den Karottensaft in der Zeit. Kann ich nur empfehlen. Das ist genauso wie die Leute. Manche Leute, ganz komisch, trinken dann irgendwie, wenn sie unterwegs sind, einen Tomatensaft. Es gibt, sagen wir, so ein paar komische Leute unter euch, die was denn, wenn sie unterwegs sind, sich den Tomatensaft reinpfeifen im Flugzeug. So, nächsten Dienstag nur mitbringen zum Schmieren stehen lassen. Ey, die soll schlafen. Ich gebe mich gerade gedacht für 3 Euro aus dem Weg. Ich muss mal ganz dringend groß. Oh, bitte nicht schon wieder. Oh, ich gebe mich gerade wieder für 3 Euro. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön, meine Hübsche. Vielen Dank. Und danke, Dragilich, alle nochmal. Dankeschön. Sollte man es auf dich gegrenzen bekämpfen? Das weiß ich gar nicht. Aber da hinten ist mein Lager. Da war ich als Tourist noch nicht. Hä? Der Boden ist so rot hier. Okay. Vielen Dank, ich gebe mich einige. Dankeschön. Bitte lassen Sie aber wieder runter. Ah! Sieht abgelaufen aus. Hä? Bei uns werden nur die frischesten Waren platziert. Gell? Iron Frank, bei uns gibt es nur die frischesten Sachen. Dieses Ding sieht gut aus. Miraya, danke für die Gifts. Vielen Dank für den Support. Dankeschön. Miraya, vielen Dank, Dankeschön, du Verrückte! Ich danke dir! Vielen Dank, Dankeschön! Vielen Dank, meine Hübsche, Dankeschön! Da gibt's diese Onigiri. Vielen Dank nochmal, Miraya, Dankeschön! Vielen Dank! Dankeschön, spielst du gerade wieder Kackemörder? Kamera, ich gehe jetzt mal mit dem ersten Arbeitstag. Hallo, Chef, hallo! Hallo! Oh! Zum Glück bist du da! Hä? Oh nein, es ist nichts. Ich habe nur gehört, dass letztens irgendjemand von der Brücke gefallen ist, über die du gelaufen bist. Da war eine. There was an old lady that said she was a man. She saw a man walking down. Nein! Wir gehen was essen! Oh, die frisst. Den habe ich gefühlt. Ich habe mir gerade das vorgestellt. There was an old lady that said she saw a man walking down the street with his leg completely bent the other way. Da war eine alte Frau. Sie hat einen Mann laufen gesehen, der die Beine komplett in die andere Richtung gedreht gehabt hat. Und ich habe mir das gerade so vorgestellt. Dreschblau, danke für 20 Euro, aber bist du wahnsinnig? Dreschblau, mein Schatz, danke für den Support, dankeschön. Mach doch keine wundervolle Zeit, ich danke dir, mein Schatz, vielen Dank für 20 Euro. Aber scheiße, Jan, hab ich mir echt... Oh Gott, das will... Oh Gott,
Dreischmann, vielen Dank für 20 Euro, danke für den Support. Vielen lieben Dank und schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Oh, Leute, ich mach mich fertig. Ich bin hier. Okay, alle Beschwerden. Vielen lieben Dank nochmal, Dankeschön. Die habe ich gemerkt im Herzen. Vielen lieben Dank, Dankeschön. Gott, vielen lieben Dank. Unheimlicher Star, ey, das kann ich laut sagen. Oh, Dreischmann. Vielen lieben Dank. Danke für den Support. Ich werde mir irgendwas Schönes kaufen da oben in Japan. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Okay. Unheimliche Sachen. Wenn das nur eine wahre Geschichte wäre. Haha! Ha. Entschuldigung. Muss ich jetzt nicht bei ihm arbeiten oder so? Muss ich nicht arbeiten anfangen? Tut mir leid. Hä, was soll ich denn tun? Enter Counter. Ah, Arbeitstag beginnt, Chat. Kommen Sie bitte rein, ich habe die heißesten Waren. Oh, hallo. Oh Gott, sein Gesicht. Ah, okay, nix. Worauf wartest du noch? Beeil dich. Okay, ja, so. Haben wir da irgendwas? Ah, wunderbar. Ah, da haben wir doch die Mitarbeiterliste. Ja. Chill Asuna, wieder zu spät zur Arbeit gekommen. Naja, gut. Nun, wir gehen was essen. Oh. Lecker, Lord, danke für 20 Euro. Vielen Dank für den Support. Dankeschön. Hallo, Putzi, hallo, Chips. Oh. Hallo, Putzi und Chat. Krebs-OP ist durch. Alles gut soweit. Danke fürs Mut zu sprechen. Oh, ey Leute, ey. Gebt mal den Leckerlord ein paar Herzen. Hallo Putzenchat, Krebs-OP ist durch. Alles so gut. Danke fürs Mut zu sprechen. Alles gut verlauf. Ach, Leckerlord, mein Schatz. Ich danke dir und gratuliere dir das Gute. Ey, Leckerlord, das ist, wenn wir immer geleckt gehabt haben. Leckerlord, freue mich für dich. Super. Ich hab's gewusst. Jetzt, die zweite Krebs, von dem ich weiß. Und der Leckerlord, habt ihr gesagt, ne, Leckerlord? Freut mich für dich. Gratulation. Super, dass alles verlaufen ist. Tust dich aber noch ein bisschen schonen, mein Schinger. Gar nicht, dass du dich hier erschreckst. Leckerlord, vielen Dank. Und danke fürs Update. Und ich gratuliere dir zum bestandenen Krebs-OP. Wie gesagt, wir haben ein paar Leute hier. Und ich habe gewusst, du wirst es auch schaffen. Die anderen haben es auch geschafft. Leckerlord, gratuliere, mein Schatz. Vielen Dank. Und ich gratuliere auch deiner Familie und deiner Frau oder Tochter oder Schwester oder egal, irgendwem von dir, weil die haben sich alle Sorgen gemacht. Leckerlord, gratuliere dir, mein Schatz. Freut mich. Und danke für den Support. Vielen Dank. Leckerlord, mein Schatz. Ich grüße dich aus Japan. Darfst du mal abbeißen, weil du so tapfer warst. Leckerlord. Freut mich für dich. Geil. Oh, freut mich geil. Ja, so sehe ich gerne. Oh, schön. Ah. Leckerlord, ich mache wieder die geile Musik an. Leckerlord, vielen Dank. Und gratuliere dir nochmal zu gute Besserung weiterhin, mein Schatz. Ah, die Drang in Italien. Da ist sie noch. Ach, Leute, das ist schön. Ich bin irgendwie im Keller, freue mich. Leute, vielen lieben Dank euch allen. Danke, dass ihr alle. Das ist so krass. Ich bin mitten in Japan, in einem Land, wo mich keiner versteht. Aber durchs Internet kann ich hier streamen. Ich kann mit Leuten reden. Ich bin gar nicht allein. Leute können mir sagen, dass sie ihre OP bestanden haben und Geld kriege ich auch noch. Leute, vielen lieben Dank. Danke euch alle. Das ist so surreal. Leute, vielen lieben Dank. Ah, Kuma, hallo. Und hallo, Panchi. Okay, wir gehen weiter. So, gut. Bei der Mitarbeiterliste war ich gerade. Okay, wir gehen rein. Ich bin so langsam mal. Aha. Mach ihn lieber zu. Ich will mich umziehen, wichtig, dass der mich anschaut. Was haben wir hier? Okay. Ah, das ist eine Stempelkarte, oder? Oder? Das ist eine Stempelkarte? UCCTV. Ah. Putzi musste heute leider früh feiern. Wieso macht nichts? Muss noch mit meinem Goldfisch raus. Oh, Müssel, grüß dich, meine Hübsche. So. Überwachungskameras, ey, das habe ich komplett vergessen. Oh, die Musik hört auf. Oh, ich habe das komplett vergessen. Das war ja auch mal. Oh, ja, aber was war denn das nochmal?
Ey, da hinten, ich glaube, da hinten hat sich ein Marder verbarrikadiert. Und Legolas, gratuliere dir nochmal. Sorry, dass ich den Narren... Um Gottes Willen, eine Donation! Schräg vor, als Mensch, das sagen wir 10 Euro! Danke, Mensch, hat's nicht erschrecken, nur ihr kleines Taschengeld. Nach dem Stream dringend nochmal die Potusche benutzen zum Säubern. Du, die werde ich heute wirklich benutzen. Ey, Black Forest, vielen Dank für 10 Euro. Danke, mein Schatz. Dankeschön, mein Hübscher. Vielen Dank euch allen. Dankeschön. Ach, schön. Ey, Leute, wieder schön, dass ihr da seid. Vielen Dank. Ich habe so Angst gehabt vor heute. Unberechtigt. Wir machen nur jeden Dienstag Streams, aber ich freue mich, dass heute es gut geklappt hat. Vielen Dank. Und hallo, warte, wo, mein Schatz? Bitte nicht wieder die Po duschen. Lofre, ich bring deine mit. Komm. Okay. Ja, da sehe ich wieder, wenn wegen was von euch stibitzt. Na? Sehe ich den da hinten ist der Kassierer. Ich kann auch zoomen. Der Dino tanzt nicht mehr. Okay, geh wieder raus. Wie gehe ich raus? Okay. Hä, ja, warum ist der aus dem Handy anders, wenn ich mir schicke? Das mir mal. Achso, okay. So, dann habe ich irgendwo meinen Spind, muss ich umziehen oder so? Ich habe hier meine Stempelkarte, muss ich irgendwo zwicken? Wo ist denn das? Ich habe meine Stempelkarte, Chef! Was mache ich damit? Oder hier irgendwas machen? Sag eine Kamera, hallo, mein Hübsch. Ah, hier wahrscheinlich, oder? Nee, auch nicht. Hä? Ich bin... Ah! Punch in. Ah, hier. Stempelkarte, da weiß man, wann der Name war. Ah. Sehr geil. Das klang wie ein Klaps am Po, wenn ich ehrlich bin. So, was haben wir hier? Ich glaube, ein bisschen Essen ist schlecht geworden. Während der Zeit kannst du die Sachen aus dem Regal nehmen. Dein Manager, okay. Ja, wer kommt erst? Achso, er hätte jetzt schon mal pisst! Hallo, Chef! Lass mich nicht alleine! Was macht denn der Chef jetzt? Hat gerade wieder reingeguckt? Oh, erste Kunde kommt. Chat, erste Kunde kommt. Erste Kunde kommt, Chat. Erste Kunde. Erste Kunde, oh, das ist. Gut, das ist die. Ah, das ist. Ah, herzlich willkommen. Herr Forrest. Was darf es heute sein, Herr Forrest? In welches Regal? Ah ja, der wird sicher wieder. Der nimmt er sich wieder die 3 Kuchen mit, aber eine Banane. Wo er sagt, man muss ja auch gesund sein, ne? Ganz sicher, ich kenne sie. Achso, jetzt kann ich habe ja kein Greenscreen, scheiße. Aber ich kenne sie. Jetzt tut er so wie, oh, welchen Apfel soll ich heute mitnehmen? Aber dann wieder Bier und Kuchen. Ich kenne sie. Man kennt seine Kunden schon nach einer Zeit, ne? Ja, schau nach hinten. Und? Ja, geht schon zu den Getränken, wie ich gesagt habe, ne? Ja, fürs gute Gewissen, so ist es, weißt du. Kannst du den grünen Vorhang nicht benutzen? Nee, der ist an der Wand. Der geht leider nicht. Ah, da kommt er. Ah, Herr Forrest, was haben wir denn heute bestellt? Ah ja, was hat er? Eine Familienpizza. Aha. Was hat er denn da? Also, guten Tag. Schön, dass Sie da sind. Diesel Motion Walk. Hallo. Komm mal. Heißt guten Abend. Komm mal. Achso, ich muss hier ein bisschen. Danke, Sie kommen Sie später wieder. Tschüss. Ich habe irgendwas gescannt. Ich wollte alles scannen. Tschüss, Herr Forrest. Tschüss. Bloß nicht zu schnell, Forrest. Ja, der Forrest lässt sich Zeit. Na? Der ist nämlich heute wieder spät aufgestanden. Der kriegt wieder Ärger von der Frau. Deswegen lässt er sich ein bisschen Zeit. Tschüss, Herr Forrest. Tschüss. Okay, warte mal. Kann ich den draußen den Juden nicht in den Essen geben? Ich schau mal kurz, ich muss ja meine die angefangenen Sachen weghauen. So. Ey, Rumpelpumpel, hallo mein Schatz, danke für 30 Monate, wie geht's dir? Was haben wir da? Shankius Choice, hey, I'll give it a try. Shankius seine Wahl, ich probier's mal. Achso. Kann ich nicht den Obdachlosen vor der Tür was zum Essen geben? Dieses Regal sieht gut aus. Dieses Regal sieht gut aus.
Achso, ja, weil das ist abgelaufen, genau, hier. Geil, es klingt jetzt blöd, aber man darf sie im Einzelhandel... Echt? Ey, unser Tüdel geht nicht mehr. Es klingt blöd, aber im Verkauf darf man es nicht mehr. Aber vielleicht kann man es so essen, man kann es hier noch essen. Ich gebe sie mal. Weil im Einzelhandel musst du es ja wirklich bis zum Mindesthaltbarkeitsdatum weggeben. Und du da, aber du kannst ja, Joghurt kannst du noch ein paar Tage über Mindesthaltbarkeit. Es ist ja nicht schlecht, nur du musst dich halt an die Regeln halten. Ich gebe ihm das, komm hier. Hey, danke, hätte aber auch noch sein können. Ein Danke hätte gereicht. Na gut, dann eben nicht. Gut. Erster Kunde, komischer Kerl. Okay, dann warte ich wohl auf den nächsten. Und wie unhöflich, da fehlt noch dramatische Musik bei dem Abgang. Ja, warte ich halt am Eingang. Also auf den nächsten. Hallo? Ja, du bist eine einsame Schicht da, ne? Wie spät ist es? Gibt's hier eine Uhr? Einen Seifenspender gibt's. Okay. So. Dann warte ich halt. Genauso wie sah der Mann hinter Putz ja auch gerade aus. Ein Blick von der Seite. So. Dann, Wisst ihr, was krass ist? Wenn mir was passiert... Nee, wohl, dann könnt ihr die Polizei rufen. Weil die Tür ist zugesperrt, mich kann keiner retten, wenn ich irgendwie in Ohnmacht fliege. Dann müsst ihr die Polizei rufen in Japan und sagen, ey, der Putzi, der liegt im Keller. So, gut. Was haben wir denn hier Schönes? Ja. Okay. Hallo Foxhot, mein Schatz, wie geht's dir? Und hallo Yusari, mein Hübscher, herzlich willkommen. Soll ich die Sachen alle wegräumen? Sowas braucht man nicht. Was ist denn der... Ah ja, die Magazine. Ah, ja. Also, ja, die haben wir schon gesehen. Die Magazine brauchen wir gerne. Ah ja, gut. Wo ist noch abgelaufenes Essen? Hier sieht alles gut aus. Hier, wie schaut's hier aus? Ah, Karottensaft. Ja, okay. Ist in Ordnung. Wie sieht's hier aus? Alles wunderbar. Hallo, Sarah, meine Hübsche. Schön, dass du da bist. Willkommen. Alles super. Alles in bester Ordnung. Okay. Hä, hey, nur das war kaputt? Was ist das? Was ist das denn? Sieht auch gut aus. Ja, da muss das... Onigiri? Ein paar sind abgelaufen. Sie wollen sie haben! Ist abgelaufen. Fällt aber nicht auf. Da, wo so ein bisschen ein Pelz drüber ist, einfach ein bisschen wegkratzen, dann passt es schon. Shiloke, danke für 11 Monate. Dankeschön, vielen Dank. So. Nehme ich raus. Was haben wir da? Und wo gebe ich jetzt hin? Habe ich irgendwo einen Mistkübel? Zockerin, ich bring dir was Gutes zu essen, Zockerin. Wo gebe ich es hin? Wo gebe ich hin? Wo gebe ich denn hin? Hier? Max, wir haben Mistkübel. Ja, aber wo? Nee, da auch nicht. Da sind die Bierflaschen. Aber anders hält es mir nicht aus. Hier? Nee, auch nicht. Ich schau mal in die Kamera rein. Hinter dem Laden. Kann ich raus mit Tilly? Ob da eh keiner Blödsinn macht in meinem Geschäft. Aha. Okay, kann ich mit Tilly. Okay. Na gut, danke. Ich erwische sie. Ne? Also man braucht nicht glauben, dass hier mir so ein Ladendieb durch die Finger geht, ne? Vincent Wild, ja? Letztens gesehen, wie der Wodka auf einmal verschwunden ist. Aber ich sehe sie alle. Malkana, hab gesehen. Du musst dich nicht genieren, wenn du die Kondome kaufst. Ich hab's gesehen. Du musst beim nächsten Mal zahlen. Ich war sogar auf 180p war ich drauf. Na? So. Also. Wollen wir sagen. Und das hast du ja, wenn es wieder im Joghurt ist okay, kannst auch sagen. Ja, kannst einfach bei mir kaufen. So. Gut.
Nein, sag mal. Ich erwische sie alle. Das darf man nicht sagen. So, wo gebe ich. Also, ich kann raus. Ja, jetzt kann ich. Okay, ich gehe raus. So. Was hat die Mariko? Glückwunsch! Hey, wo ist denn der Mülleimer? Der ignoriert einfach meinen Sapp, meine Frau und ich soll wohl auf der Stelle trimmeln. Nee, es tut mir leid, ich sehe es, ich habe so viel Saft bekommen. Ich sehe es, ich bin gerade auch, wenn ich das gesehen habe, ich bin nicht daheim. Ich sehe es ganz schlecht. Die letzte Saft war Schillenlocke, Dachs und Rumpelpumpel und Rammoppel. Ich bedanke mich immer wieder, aber es ist viel schwerer hier. Aber danke für den Saft, bitte nicht sauer sein. Dankeschön. Und schöne Grüße auch an die Frau. Butter und Brille. Nee, ich kann euch das ja kurz zeigen. Schaut mal her. Also ich habe es euch ja schon mal gezeigt. Ich zeig's euch nochmal. Also schaut mal. Das ist ja, also, na, also, und hier, seht ihr jetzt? Da seid ihr, der Monitor hat zwei Bildschirme. Und so, der spiegelt immer so, weil das Licht von oben kommt. Und dann sehe ich immer nichts. So. Und ja, also es, so. Deswegen muss ich immer so machen, weil da Licht von oben kommt. Ich sehe das nicht. Das war's ihr gerade. Oh Gott, das ist ja da hinten das. Aber warte mal, ich muss wieder. Das war dieser Weg, der. Ah, die Klima ist so laut. Ah, okay. Kann ich das hier Essen wegwerfen? Tut mir immer so leid, wenn in Supermärkten die Leute immer so altes Essen wegwerfen. Also alt. Abgelaufen. So. Boah. Ich will da nicht hin. Das, was steht da? Was steht da? Chat, ich schau mit Google Übersetzer drauf. Was steht da? Ich schau mit Google Übersetzer drauf, was steht da? Moment. Was steht da? Moment. Hä? Mach doch jetzt! Chat, er macht nicht. Er macht nicht. Hey, Scheiße, jetzt kommt er. Ha! Ja, ich komm ja schon. Scheiße, dann schimpft der Chef wieder. Herrs, ich komm doch. Ja, ich bin doch schon da. Hallo, konnichiwa. Herrs, mach doch keine Ruder. Ah, ich komm doch schon. Hallo, wer ist da? Ah, oh, da kommt die Lieferung. Ah, ja, da habe ich schon drauf gewartet. Ah ja, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ja, bitteschön. Herr Maltana, jetzt keiner late von den. Oh, es ist ein bisschen spät schon für den Lieferungsmann, für Post um diese Uhrzeit. So, das geht lang für 3 Euro, dankeschön. Hallo, Putzi, ab Oktober sind wir zu dritt, so da kamen wir nicht unseren ersten Nachwuchsspiel. Oh, gratuliere, Soleskill. Dankeschön, oh wie süß. Ah, ich gratuliere dir. Ich hoffe, dass es gesund wird. Gratuliere dir, mein Schatz. Danke, oh wie süß. Oh, das ist mein Lieb. Ah, gratuliere, gib da einen Kuss von mir. Ah, wie süß. Hier, gratuliere dir. Gib mal ein paar Herzen, der kriegt ein Baby. Oh, wie süß. Bin schon gespannt, wenn es auf die Gamescom mitkommt. Soll aber auch ganz vorne stehen. We recently incorporated the system exclusively for convenience stores that are open late at night. Also wir haben dieses System erst eingesetzt, exklusiv für so Convenience-Geschäfte, die was bis spät am Abend offen haben. Sieht aus, als wäre dieses Paket direkt an Sie adressiert worden. Und der Name passt zu, also der Name auf dem Paket passt zu Ihrem Namen. Ich glaube, das ist für Sie. Oh, dankeschön. Das nehme ich aber gerne in Kauf. Dankeschön. Was habe ich da bekommen? Oh, dankeschön. Was habe ich da? Nach Hause nehmen? Kann ich sich aufmachen? What the fuck war das jetzt gerade? Oh, da ist mein Paket. Warum geht denn die jetzt alleine an?
Kimakura sind da. Wo geht denn alleine an die Scheiße gesetzt, da, ha? Ja, ich hab's ja noch gar nicht warm gemacht. Das ging automatisch an. Okay. Hä? Da war gar nichts drin. Das ja. Ich hab deine Videokassette. Was ist das? Ach, ist das Titanic Teil 2? Oh, bin gespannt. Ich kann mich null erinnern, wenn ich ehrlich bin. Ich hab so viel vergessen. Ah. Ich schau mir die Kassette mal an. Na? So. Gibt's denn der nicht mehr mit Videokassetten aufgewachsen ist? Nee, oder? Ihr habt jetzt alle eine. Oh, das ist es mit den Bändern, der. War das, da hat sich irgendwer mit der von der Brücke runtergestürzt, hat der Dude gesagt. War das der? Weil das sah irgendwie so aus, als wäre der, hätte ich der irgendwie so, weißt du? Cool. Wer hat noch VHS? Wer hatte keine VHS mehr? Wo sind sie, die 10-Jährigen? Komm! Moment, da warst du gerade, MS. Genau, haben wir, das war der Covid-Store, wo die Bänder waren. Jupp. War immer VHS im Keller. Die Zeit hat mir vorbeigekratzt. Krass. Also, ich hatte auch noch VHS-Kassetten. Ja. Meine Kinder wurde VHS, bis keinen VHS habe ich noch gehabt. Ja. Also, ich auch. Hatte ich es lang? Ja, dann kam die. Und ich, als DVD rauskam, ich habe nicht verstanden, wie das funktioniert. Weil, wo soll bei der DVD der Computer wissen, wo der Beginn ist? Bei der VHS-Kassette muss ich jetzt rückspulen, da am Anfang. Und ich habe bei der DVD nicht verstanden, wie das funktioniert. So, woher soll jetzt der DVD-Player wissen, wo der Beginn ist? Weil es ja nur eine Scheibe, ist ja nur eine CD. So, ich weiß noch, als ich das erste Mal am Laden... Ja, das erste DVD-Ding war das große Krabbeln. Ja. Daran erinnere ich mich. Oh, wie süß. Was soll das? Ich habe es eigentlich gewusst. Tut mir leid, ich habe es nicht gewusst. Dann, ja, manche Sachen, woher soll man die denn wissen? Und ich hatte, wir hatten lange keinen DVD-Player. Bis wir die ersten DVD-Player hatten. Und dann ging es los. Ja, und dann wurde geschaut. Ah, Taschenlampe. Da war ein Schloss. Da war ein Schloss. Habt ihr das auch? Hört ihr mich eigentlich gut, wenn ich so rede? Bis 17. März. Okay. Hallo Joachim, mein Schatz, wie geht's dir? Ich glaube, unser erster DVD war Ice Age. Oh ja, Ice Age! ASMR. Ich könnte irgendwas ins Mikrofon schmatzen, wenn ihr wollt. Hallo doch, Papa, von Wiki. Wann kommst du? Ja, besser als wenn du in Deutschland bist. Das Mikrofon ist besser als das, was ich jetzt habe? Ist das Mikrofon besser als das, was ich in Deutschland habe? Ich meine, dann kann ich das weiterverwenden. Oh, hier geht's runter. Hier ist die Brücke. Ja? Oh, shit. Ey, viel besser. Oh, krass. Ja, dann verwende ich halt das jetzt dann. Aber dann habe ich meine Loopstation nicht mehr. Okay, irgendwie schon. Ey, krass. Ich höre mich ja gar nicht. Also, ich höre mich nicht. Aber wenn das so gut ist, immer gut. Ach, Joachim, du süße Maus. Wie komme ich denn über die Brücke? Klingt super auf jeden Fall. Ey, danke. Ich kann es gar nicht sagen, wie es klingt. Aber das habe ich gekauft. Ey, das kostet 100 Euro, 110 Euro oder so. Und dachte mir, wenn man unterwegs ist, ist es voll gut. Das ist ein USB-Mikro. Von Blue Yeti. Oh, ihr Lieben, ich bin total müde. Werde ich mich jetzt in die Eier begeben? Balance, bei mir ist jetzt gerade 5 Uhr gleich. Und du sagst, du bist müde? Balance, du bleibst jetzt wach. Balance, und du machst es auch noch durch.
Ich bin müde. Balance. Da wird durchgezogen. Balance, alles gut. Mach Schlaf gut, meine Hübsche. Träum was Schönes. Vielen Dank. Träum was Schönes, meine Hübsche. Also Kinofilm. Nee, muss, ist ja nicht jeder so doof wie ich. Selber auch GT. Also das ist bis jetzt echt gut. Ne? Kann ich da... Hey, ich kann da nicht rüber, ne? Die Brücke ist, glaube ich... Ist die Brücke kaputt geworden? Schläfst du heute noch oder machst du durch? Ich muss um 7, der Raum ist gebucht bis ca. 7 Uhr vormittags. Und ich gehe dann nach Hause. Und ich gehe dann wahrscheinlich, lege mich dann noch so eine paar Stunden ins Hotel für... Ich glaube bis 12 Uhr mittags oder so. Und ja, also ich lege mich kurz noch hin. Ist doch ähnlich deine Schlafgehzeit. Ja, aber da stehe ich wesentlich später auf. Also ich bin heute aufgestanden um 9 oder so. Und ja, und normalerweise mache ich auch nicht so viel untertags. Wir waren heute schon den ganzen Tag unterwegs. Wir waren schon spazieren. Ah, das ist die Brücke, oder? Ist das die Brücke? Wie die Brücke? Alter, da ist aber sehr dunkel. Aber wir haben heute schon sehr viel gemacht. Also wir waren sehr viel unterwegs und so schon. Und da bin ich natürlich ein bisschen müde. Aber ja. Aber einen Tag in der Woche, der ist ein bisschen härter, was Schlafen betrifft. Aber ist okay. Und ja. Ich würde halt einfach im Stehen einschlafen. Vielleicht hätte ich da Jetlag. Ich habe... Das Ding ist... wo muss ich denn hin? Wo ist denn der Weg zum Convenience Store? Das Ding ist, ich habe gar nicht so einen harten Jetlag gehabt. Irgendwie bin ich dafür nicht so anfällig. Ich bin eigentlich gut durchgekommen. Schlaf ist überbewertet. Ey, ich habe das Gefühl, dass Schlaf ist unüberbewertet, weil alle denken immer, dass... Schlaf ist schon sehr unterbewertet. Schlaf ist eine der besten Sachen, die du machen kannst eigentlich für den Körper. Ja. Da ist doch der runtergeflogen, oder? Pixel Pony. Da war auf jeden Fall die Brücke. Ey, ich schwimme aus Japan, Green Team Zero. Rechts oben ist meine Uhrzeit. Ja, also aber ich schlafe dann. Aber ich schlafe nur, wenn ich mir dann eine gute Nacht vorsingt. Hey. Gut. Gehen wir weiter. Geh davor. Ich mag da nicht hin, Shit. Ich mag nicht arbeiten. Warum muss man immer so viel arbeiten? Kann man nicht einfach nur Urlaub haben? Ha? Kann man nicht einfach 5 Wochen arbeiten und den Rest frei haben? Ha? Geht's nicht? Hallo Chef, ich bin wieder da. Hey, hey, guten Abend. Oh, ich hab gemerkt, du hast der Reporter, dass die Türen nicht mehr zugehen und sich immer auf und zu machen. Wir haben einen Reparateur angefordert, der wird den Sensor überprüfen. Es wird wahrscheinlich nur ein loses Kabel oder sowas sein. Und du hast geglaubt, es war ein Poltergeist? ich sehe den im Fernsehen, den sehe ich immer. Akt X, aber die sind alle geskriptet. Geister sind ja auch nicht wahr, wie wir alle wissen. Gibt es ja auch nicht, wie wir alle wissen. Okay, es war. Seht, hat schon mal wer von euch einen Geist gesehen? Ihr Urlaub für immer und das bezahlen dran. So, gut, danke, Chef. Du, Rani, hallo, mein Liebchen, wie geht's dir? Der Mann hinter dir lacht auch. Lacht auch. Die Musik. Aber die Musik habe ich in Japan nicht. So Musik. Also, Station, aber so Musik im Geschäft gibt's nicht. In meinem Spiegel. Okay, schau mal durch die Kamera. Ja, aber ich bin klassisch mit dem Hund im Dunkeln. Hey, die Tür ist offen. Oder war die schon immer offen? Das ist das Ding, wo wir die Videokassette gesehen haben? Okay. Alles mal. Higulet, hallo, mein Hübsche. Nennen wir zu. Aber habe ich die vielleicht aufgemacht? Am Vortag oder so? Oh, ich habe gestern ein paar Ratten hinter dem Geschäft gesehen. Irgendjemand muss die Mülltüte offen gelassen haben. Die erste Person, die diese Notiz sieht, soll von dem Ungeziefer den Weg frei machen. Dein Manager. Okay, jetzt muss ich das wieder machen.
Ja, Chef, wo zwick ich nochmal? Wo war das nochmal? Herr Wanderer. Oh, Bubelmine, danke für 21 Monate. Wie geht's dir mit dem Scherz? Willkommen zurück. Ah, hier. Oh, der geht schon wieder. Schau dir an, die Drecksau. Jetzt setzt er mich schon wieder alleine. Wir könnten doch zusammenarbeiten. Wo geht der überhaupt hin? Wo geht er hin? Oh. Und wie langsam er auch geht, ha? Sap, 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 sap. Hallo Chef, im Geschäft ist gerade keiner. Oh. Asterion Pro, hallo Richards, Dankeschön für den Sap. Faule Sau. So, das ist ein Eisen. Achso, er, ja, das stimmt. Da ist sein Auto. Hallo Claudine, mein Hübsch, wie geht's dir? Also da fährt er jetzt einfach. Halt im Namen des Gesetzes! Was für ein Verbrecher! Ich glaub's ja nicht! Putzer Stalker, ich wollte nur schauen, wohin geht. Ich hab immer gehört, er trifft sich immer am Abend im Trashblock. Da wollte ich einmal schauen. So, ich muss das Ungeziefer loswerden. Ah! Entschuldigung, Gnädigste. Das ist mein erster Arbeitstag. Oh! Wo kommt die Oma rein? Ich scheiß wieder. Oh, da kommt sie wieder. Da kommt sie wieder. Hol ich wieder die Rheumatabletten. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich kenne sie alle. Hallo! Ja, ja, ja. Da ist sie. Hallo, Omi. Hallo. Wie die da reinkommen. Hä? Wo geht's denn hin? Omi? Hallo? Hallo, Omi? Omi, lass doch erst auf den, lass doch erst eine Bolognese essen, bevor es losgeht, ha? Omi? Wo geht's hin? Omi will bedient werden. Omi läuft weg von mir. Omi, kann ich Ihnen helfen? Gibt es irgendetwas, womit ich Ihnen das Leben erleichtern könnte? Ha? Die schauen aber glücklich. Ich glaube, weil die mich sieht. Ich kenne die alle. Ah, yeah. Oh, jetzt kann ich böse sein. Ah, wer ist nicht mehr gemein? Wer ist nicht mehr gemein? Die geht zu mir scheißen? Ist es jetzt wirklich, was sie jetzt gemacht hat? Ist sie jetzt einfach nur in mein Geschäft gegangen, um zu kacken? Geil. Geil. Freu mich. Tolle Nachtschicht. Um Gottes Willen, da kommt deine Haut mal gleich in die Fresse, bitte nicht schlagen. Ist aber. Oh. Hallo, ich hab's eilig! Könntest du. Please fetch me. Was heißt fetch chat? Was ist fetch me? Ist by the way die Verbindung gut? Also, weil ich streame gerade mit Hotspot vom Handy aus. Was ist fetch me? Sie geht ins Geschäft fürs Geschätzt. Weg der Erinnerung letzter Woche. Also könntest du mir was holen? Okay, ja, ich hol dir was. Was soll ich dir holen? 5 Dosen Bier und eine Packung Zigarren. Ach, klingt hier, das klingt doch wie das Frühstück von Appetili. Ehrlich! Ja, Moment mal, gell? Also wirklich, hallo. So eine Frechheit. Ab und zu keine Legs. Ah, okay. Ah, gut, aber ist besser als gar nichts. Holt dir doch selber den Scheißdreck. Holt dir doch selber. Gut, zunächst uns gut. Aber viele? Viel Legs oder geht's? Wo ist denn das Bier? Ist das bei uns in dem Lager drin? Ah, nee, ist das? Das ist Rattengift! Ja, Moment, ich soll das Bier holen!
Warte mal, ich soll doch das Bier holen, aber ich kann doch jetzt im Rattengift da spazieren gehen. Ja, dann wird er warten müssen. Achso, hier schaut es aber aus. Schau dir das an, die Rattler, überall. Das ist aber wirklich schon mal sehr laut. Also das Rattengift ist aber wirklich. Hallo Reef, egal was schmeckt, das schmeckt doch knapp. Das passt schon, kann man ja mal vertauschen. So muss ich, muss mal die Ratte, der muss halt jetzt einfach warten. Ne? Also ich nehme meinen Job ernst. Das ist auch so eine. Weg mit die Viecher. Weg mit die Viecher. Ah, da ist auch meins. Erstmal die Kunden killen. Geht's weg. Die Ratten sterben schon vom Geräusch, bekommen Herzflug, weil das so laut ist. Einmal müsst ihr es noch durchhalten, Chat. Einmal noch. Dann haben wir es. Aber wo ist denn die letzte Ratte? Kikuleta. Ich mach doch nichts mit den Ratten. Die schlafen nur, ja? So, wo sind sie denn? Hallo? Wo sind denn die Ratten? Hallo, Ipek, mein Schatz, wie geht's dir? Hä, wo sind die denn wirklich? Hä, wo ist denn die letzte Ratte? Ah! Da hast du dich also versteckt, der Kleinstinger. Hey, ich habe eine fehlt noch. Wie ist in Japan? Sehr schön. Sehr schön. Nur ich bin sehr müde, merke ich. Ich bin wirklich sehr müde gerade. Wo ist denn? Wo ist denn die Ratte? Hä, wo ist die vorletzte? Hä? Sir Snowstorm, wo hast du sie versteckt? Gib die Ratte wieder her. Ich bin schon müde. Ja, trinken Energy Holy. Nee, hab ich nicht mit. Ich habe nur die erste mit. Und ich will dann schlafen. Ah, hier ist es. Geil. Gut, hätten wir das auch. Meine vier bekommst du nicht. Wie ist es in Japan und was gab es heute schönes mit? Wir waren dann spazieren und wir waren im Studio Ghibli. Markt und hat die noch ein bisschen was gekauft. In der Früh vom Okonomiyaki essen. Einfach viel in Japan unterwegs gewesen. Bis aber jetzt 24 Stunden wach. Ah, in 6 Stunden. Wo ist das Bier? Ist hier das Bier? Hey, wo ist denn das Bier? Ich bin so neidisch. Angry because. Japan ist schon schön. Also kann ich wirklich empfehlen. Super. Ich finde es so cool, dass ich gerade in Japan bin. Das ist irgendwie in meinem Kopf. Ist noch. Hey, wo ist er denn? Also wo ist denn das Bier? Wo bleibt meine Bierzigarette? Bitte im Moment bitte nicht zu Hause. Ach, das ist die Stammkunde. Ich darf ihn nicht verlieren. Ach, das scheiß Bier. Wo hat denn erst der Lehrling, der hier die Gardine schön das Bier umgeräumt? Wie bleibst du? Bis 17. März bleiben wir. Hier das da? Nee. Wo ist das Bier? Wo ist das Bier? Das sieht doch aus wie Bier. Ul! Warte, Moment, oder soll ich das. Moment. Das Bier war doch da hinten auch. Das gekühlte Villadasseur. Ah, ich verstehe. Hallo, ich habe hier Bier gefunden. Hallo. Eins. Hey, ich hab's eilig. Könntest du bitte mich bedienen? 5 Dosen Bier und eine Packung Zigaretten. Ehrlich. Kimberly, ich bin richtig müde. Kommt man mit Englisch gut klar in Japan? Hab immer Angst vor Verständnisstrichen. Ich habe am Anfang kurz ein bisschen erklärt. Englisch geht, aber lade dir die App runter, Google Übersetzer. Da sprichst du was rein und das Ding gibt's dir dann, also du sagst, hallo, wie geht's dir? Und das spricht dann auf Japanisch. Und so habe ich mich heute auch verständigt. Das ist super. Hä? War der Ghibli Storm Skytree? Genau, ja, der, da waren wir heute. Hä, ich hab doch. Ich kann. Auf dem Boden. Ah. Ich hab's nicht gesehen. Okay. Kann ich nur eins nehmen? Du musst ja hin und her laufen. Bis ich fertig bin, hab ich 5 Kilo verloren. Hallo, Wattenpudding, hallo, bitte, wie geht's dir? Bitteschön! Auf dem. Ich muss jetzt nicht hin und her laufen für diese blöden 2 Dosen.
bist nicht stark genug für zwei Dosen auf dem Boden. Der Store ist Limburg von 7. Ja, genau, da waren wir heute. War super. Die Noah hat viel gekauft. Aber, und die Noah hat immer so schlecht ins Gewissen gehabt, ob sie was kaufen soll. Und ich hab gesagt, ey, komm, Noah, kauf, komm. Ja. So, bitteschön, ihr Bier, Bettini und Zigaretten. Welche dürfen es sein? Hey, Moment, ein Bier fehlt noch. Booty braucht Power. Wo ist denn? Da ist kein. Hä, wo ist denn das letzte Bier? Der wird noch viel mehr kaufen. Ja, ich hoffe. Hä, wo ist das letzte Bier? Für alles raus und schieben. Vielen Dank. Danke dir. Einfach kaufen. Ich kann hier. Ja, genau. Wann hat man wieder die Chance? Das habe ich dann auch gesagt. Genau. Der letzte Punkt sind die Kippen. Ja. Okay, hast recht. Zigaretten. Ich habe irgendwie gedacht 6.000. Danke, J-Club, für 2 Jahre. Vielen Dank, mein Schatz. Dankeschön. Bis in Tokio melde ich mal wegen was essen, Kaffee gehen. Jay, wohnst du in Japan? Hey, Jay, wir reden. Jay aus Simmering, bist du's? Bist du wirklich? Wohnst du in Japan? Also, wenn das der Jay ist, den ich kenne. Das ist ein Kumpel, den kenne ich nicht. Jay, ich schreib dir, wir gehen. Der hat einen Kumpel von mir, den kenne ich, seit ich 13 bin. Jay, ich bin gerade in Tokio, ich bin gerade in der Karaoke-Bar. Geil, ich schreib dir, okay, wir gehen nächste Woche oder sowas. Oh, freu mich. Ich schreibe auf Discord, nice, mach ich. Oh, wie cool. Hey, wie lustig. Was, es hat gerade geklopft? Egal, freu mich, Jay, vielen Dank, nice. Hey, ich wusste nicht, so. Hey, wie lustig. Das ist ja auch cool. Hey, ja, dann besuche ich dich mal. Hey, wie lustig. Ja, ich habe sehr viele Leute getroffen in Japan. Also sehr viele Freunde und sowas. Also auch Leute aus Deutschland. Sind irgendwie alle gerade hier. Aber egal, wie random. Ja, hier auch nicht. So kann man mir auch schreiben. Er hat sogar meine Nummer. Oh, effekte Schärfe, danke für 20 Monate. Vielen Dank. Aber nice, ich schreibe dir. Freue mich sehr. Geil. Oh, cool. Hallo Wolkenbrunning. Achso, das steht ja klar. Warte mal, wo ist denn. Danke, Jay, für den Sub. Dankeschön. Wo sind die Zigaretten? Hä, wo sind denn die Zigaretten? Ah, hier. Bediene die blauen. Standardmäßig, hä? Gut, jetzt scanne. Aber ich vorne wohl nicht ein Dreckschwein. Hier. Das kenne ich auch nicht mit dem Handy, dass man das kennt. Hätte ich nie gesehen. Dankeschön. Gottes Willen, eine Donation. Shirosa, danke für 10 Euro. Dankeschön, mein Schatz. Hallo, Putzenchat, nach 2 Wochen Pause wegen Arbeit bin ich zurück. Nächste Woche am Montag sind wir vielleicht Hotelnachbarn. Nee, oder? Du bist auch hier? Shirosan. Shirosan ist auch hier. Shirosan, danke für 10 Euro. Hey, Chat, also ganz ehrlich. Kommt's noch alle vorbei? Oder ist es irgendwie. Ist es. Chat. Hab ich irgendwie. Ich treffe so viele Leute hier. Waldchen, Elmarz. No, Bettili. Sind die nur wegen Japan und Putzi da? Das freut mich auch. Alle irgendwie hier. Der Babofan kommt, der Jay kommt, die Shirosan kommt, der Philipp Steuer kommt. Tate kommt sicher auch. Also, ich habe das Gefühl, irgendwie, mein Jim ist sicher auch gleich da. Stone Richards, ich bin erst im September in Japan. Ja, am Sonntag vor Abend freuen wir Shirosan. Wenn man sich sieht, sag's gerne Hallo. Ja, na dann, ey, ich habe das Gefühl, dass alle gerade hier. Shirosan, wie geil, mit 10 Euro, danke für den Support, vielen lieben Dank. Dankeschön. Oh, egal. Oh, das ist so cool. Das ist so surreal, dass ich gerade mitten in Japan im Keller bin und durchs Internet. Es ist, die Idee ist cool. Vor allem, ich streame mit dem Handy, mit dem Hotspot. Das ist der Hotspot. Ich meine, haben wir einen Hotspot angemacht vom Handy. Das reicht. Das ist unglaublich. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Ja. Community-Treffen habe ich gehört. Oh, wie geil. Es wäre urlustig, ein Community-Treffen in Japan zu machen. Komm mal, nur 3 Leute. Aber, oder 3, wenn überhaupt. Aber cool. Deutschland ist undenkbar. Nee, also es ist wirklich, also Internet ist gut in Japan. Das stimmt schon, ja. Du hast vor allem überall. Du hast es in der tiefsten U-Bahn. Dankeschön. Ich schau mal kurz in die Überwachungskamera. Ich schau mal kurz, ob da Timo noch wieder was gestohlen hat.
Hat man hier vielleicht irgendwer wieder hinter meinen Store geköttelt? Timolo? No Freight? Schudinato? Mei? Kein. Gut. Wie zieht ihr es offen? Sag mal, heute ist. Was ist denn meine heutige Aufgabe eigentlich? Ach so, beraten. Ja, die habe ich ja schon weggemacht. Oma ist eigentlich. Stimmt, die Oma! Hä, wo ist die Oma? Moment, stimmt, die Oma ist weg. Klaxen, danke für den Wurf, vielen Dank, Klaxen, danke schön, vielen Dank. Dankeschön. Da steht sie. Ja, wer hat denn da Gaxi gemacht, hä? Hallo, meine hübsche Klaxen. Wieder 5 Euro. Haben Sie eh runtergelassen? Hab das Prüfung von der Holi bestellt. Wird das auf jeden Fall weiterholen. Ja, ist klar, gell? Sie hat gespült. Alles okay. Nö! Können Sie das erkennen, Chat? Können Sie das erkennen? Genauso sehen die Dinge aus in Japan. Genauso sehen die aus. Da ist der Popo. Und da ist für die Frauen. Und da ist Stopp. Und da ist die Druckanzeige. Was ich vorher erzählt habe euch. In Japan gibt es übrigens diese elektrischen Toiletten. Und hier fährt raus direkt auf, ne, ins Gemüse. Und da steckst du Druck ein und da machst du Stopp. Und wie gesagt, ich bin im Urlaub, ich habe durchlaufen lassen. Ich gab locker schon mal 3 Minuten, direkt drauf. War in Ordnung. Geil, ist, und hier ist für Frauen, finde ich auch cool. Petit Lissur. Ne, also. So. Hi. Putzi ist der neue Klo-Manager. Hallo, meine Dame, wie geht's? Wo ist Ken Kuhn? Weißt du, wer Ken Kuhn ist? Ich hab gedacht, ich hab seine Stimme gehört. Das war das Haus meiner Tochter. Was hast du getan? Wie kannst du es wagen? Oben jetzt ist aber. Oben, jetzt komm doch mal hoch und oben jetzt. Nicht randalieren hier. Verlassen Sie sofort meinen Laden! Klacks, wie Tag für 5 Euro und Giros, da ich mal für 10. Ich wünsche dir guten Flug, Giros, an. Da glänzt das Sternchen im Abschluss. Ja, wortwörtlich. Also haben wir einfach ihr Haus wegplaniert und da unser Convenience-Store drauf gemacht. Wie hier Lützerath, einfach weg, Kohle gefunden, oder wie? So gemein. Kommen Sie nie wieder. Sprechen Sie mit dem Manager, wenn Sie wollen. Die Mariko. Oh, ich habe mich jetzt selber ausgehört. Ich trottel. Ah, geht wieder. Ballon-Oma ist sauer, nicht, dass der Kopf platzt. Okay. Oh, Skavi und Bibi Games, danke für den Raid. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Ey, die Musik ist aber komisch. Die Musik wird jetzt aber komisch. Die Musik wird gerade langsamer. Sieht was in der Kamera? Hallo alle. Achso. Nein! Oh, ich hab ein bisschen. Da steht wer! Ein Kind! Nee, Moment. Verarscht mich das Kind gerade? Da, du Drecksau! Wo ist er hin? Meine Uhr ist in der Ecke stehen geblieben. Also jetzt in echt oder? Wo ist dieses blöde Balk?
Deine Eltern wollten dich nicht! Ja, wer kommt da denn? Wer kommt da denn rein? Hallo Bodenitzel, mein Schatz. Deine Uhrenzeige steht. Also im in Wirklichkeit. Okay, ich schau gleich. Bringt er mal wieder eine Videokassette oder wie? Bringt er mal wieder eine Videokassette? Die Uhr steht. Ja, ich hab's gehört. Kann ich schon bringen? Ich mach gleich. Rosenmausi, gute Nacht, schlaf gut. Warum steht die Uhr schon wieder? Die blöde Kalkuhr, warte mal kurz. Die steht wirklich. Ihr habt's nicht gelogen. Warum steht denn meine Uhr schon wieder, Chat? Was habt's denn? Da, die Uhr geht. Nee, Moment, die steht immer noch. Warte mal. Raus. Die Uhr, da geht's doch. Ist wieder geschwindelt, ha? Okay. So, geht wieder. Passt. Guten Abend, gut Sie wiederzusehen. Oh, weißt, you know the unstoppable trend on order anything online. Oh, Sie wissen schon, dieser unaufhörliche Trend, alles online bestellen zu müssen. Das sind die schlimmsten überhaupt. Immer bei Amazon. Kennt Amazon schon mal? Schon gerne was anhändler. Amazon? Schrecklich. Wie auch immer. Es scheint so, als würde ich hier ein Paket aufheben müssen. Hä? Ich weiß von nichts. Oh, hier. Anscheinend hier. Putz, hat schon jemand gesagt, dass die Uhr steht. Die steht jetzt nicht mehr, auf mich zu verunsichern. Gebe ich ihm das Paket? Hä, aber da kann auch einfach irgendjemand reinkommen und das Paket einfach abholen? Das ist ja so, als würde ich zu Kalise gehen und sagen, mein Paket, können Sie mir das geben, das ist für mich. Und wenn sie zufällig eins hat? Hä? Na gut, bitteschön. Ich hoffe, das war wirklich für Sie. Tschüss. Achso, ja, ich bin gerade in Japan. Ich bin gerade in Japan und bei uns ist es gerade 5 Uhr, halb 6 am Morgen ist es gerade bei uns. Wie spät ist es in Deutschland? Gerade? Wie viel Uhr ist es? Ich würde jetzt sagen 10. Putz, deine Uhr geht so 8 Stunden, geht vor 8 Stunden ungefähr. Ah, danke, Pauzi. Halb 10, 21:21. Alter, ist ja doch voll früh bei euch. Das ist ja wirklich noch früh. Da ist ja. Hey, ich bin todesmüde. Also Aber ich gehe dann ins Haus schlafen. Im Hotel. Hallo? Keiner da. Kein Blümi, um mich zu ärgern. Kein Zwergenaxt. Kein Suppenkasper. Bei dir ist auch voll früh, ey. Schau mal kurz auf die Uhr. Auf die Kamera. Oh, ich habe ein bisschen Angst. Ich dachte, da steht jetzt wer. Ist es denn weit weg vom Hotel? Halbe Stunde circa. Von hier aus circa halbe Stunde. Oh, ja, die Ratten haben wir doch schon. Okay. Dann warte ich auf meine nächsten Kunden. Wer kommt mich denn besuchen? Babsi, hast mich vermisst? Du siehst, ich müde ist Putz. Ah, alles gut. Babsi, ich schlafe dann im Hotel. Wo ist denn mein nächster Kunde? Snubbelpups. Minerva. Sacke, kommen Sie rein. Ich bin da. Wenn du immer in die Kamera guckst. Ja. Dann schaue ich euch an. Das Klo ist wieder frei. Was macht ihr noch so in Japan? Ey, Nadine. Ja, viel anschauen und. Also, wir haben jetzt keinen. Wir haben keinen wirklichen Plan. Oh. Wir haben keinen wirklichen Plan. Einfach Urlaub.
Sachen anschauen, einkaufen. Halb zwölf. Wo bist du denn jetzt? Sag, du bist schon im Hotelzimmer. Nein, nein, nein! Ich bin in einer Karaoke-Bar, den Raum ich mir gemietet für 50 Euro. Nee, 38. Für ein paar Stunden. Und hier streame ich gerade. Gabi, mir hallo, mein Schatz, wie geht's dir? Liebesbrief. Oh, das wäre jetzt aber nicht nötig gewesen, Jen, ha? Gibt im Museum gibt's keine Tickets mehr, Dagmar Kami. Ist schon ist ausverkauft. Aber da muss man mehrere Monate davor schon buchen. Und wieder neue Videokassette. Selbst in Japan kriege ich. Ja, ich kann mich gar nicht retten, ist nun. Ich schau mal genau hin. Ich erkenne nix. Klaus gibt. Ich hab. Klaus Gegreber. Ich hab's hochgeladen auf mein Zweitchannel. Ja, ist online. Ich sehe aber zu meiner Arbeit. Wisst ihr, was immer scheiße ist, wenn man zu seiner eigenen Arbeit sieht? Das ist immer kacke. Weil dann kannst du ja gar nicht fake Krankenstand gehen. Weil der sieht dich ja immer. Frag mal den Japaner VS-Spieler. Ja, die haben bestimmt noch einen. Oh, was ist das denn? Regenschirm. Oh, und in Japan, alle haben Regenschirm. Alle haben Regenschirm. In Japan, ey, wenn es regnet, alle rennen mit dem Regenschirm rum. Oh, so. Chat ist nur der Regen. Das ist sehr lauter Regen gerade, ne? Also wirklich. Das wird sehr lauter Regen. So, okay. Hey, auf die Kaktus. Ja, Mann, Babsi, ich freue mich. Ich freue mich, dich zu sehen, Babsi. Schöne Grüße an den Markus Satori. Und bis in ein paar Monaten. April, glaube ich, war das, gell? So, wieder hier bei diesem Scheißregen auch zur Arbeit gehen. Oh, ich mag nicht. Ich habe gefragt die Maymay, ob sie mich ablösen kann. Ich kann nicht, ich war gestern Alkohol trinken, ich bin müde. Da kann man nichts mehr. Von seinen Arbeitskollegen kann man sich nichts mehr erwarten. Wirklich. Kann man nichts mehr. Früher war das noch anders. Da habe ich gesagt, wird die Kikoletta für mich die Schicht übernehmen. Die Kikoletta ist gegangen. Die hat gerade Urlaub gemacht in Mexiko. Die ist kommen. Heute ist es anders. Am 7. April ist sie gar nicht mehr so lang. Nee, ist gar nicht mehr so lang. Ist wirklich bald. Zeiten ändern sich. Ja, es ist wirklich so. Es ist wirklich so, Schulinat. Es kommt nichts Besseres mehr nach. Exakt, es ist. Ist beim ersten Freund auch immer so. Wer ist beim Thomas blieben? Der Neue, der Günther, der ist nichts. Ich finde nie den Weg über meine Straße, über die Brücke. Nee, war doch richtig. Früher ist man mit dem Kart auf die Arbeit aufgeschlagen, so ist es. Gibt's ja heute gar nicht mehr. Kaktus Leipzig. Da, ja, ein Event, so eine Convention. Da bin ich. Und die ist Kaktus, die heißt Kaktus, die ist in Leipzig und dort bin ich. Chat, so. Was macht sie gerade nebenbei? Lass mich ein bisschen am Tag. Macht's Spaß heute? Ist nice? Gefällt's euch? Einfach nur zum Einschätzen. Kein Feedback. Ich suche immer noch den Weg runter zu über die Brücke. Mr. Wald kommt auf! Walter wird immer geküsst. Aber du nimmst den rosa Lippenbalsam. Du weißt, was mir gefällt. Macht Spaß, voll gut. PC-Probleme repariert. Abbaut sie. Macht Spaß. Ich zocke The Witcher, nehm an. Käse Hafermüsli? Die Zuschauer. Wir sind nur den Samstag da. Ist jetzt nur den. Nachbar von dem meinst du? Auf jeden Fall ist der nicht. Oh, Mario noch, wie geht's? Toppenkulatsche.
und sag, vermisst er mich? Frag ihn mal. So. In Schorlezuchtung, ja, find's unglaublich. Ah, auf der Kaktus. Okay, ja, wir sind am Sonntag da. Ich finde es cool, dass du auf der anderen Seite der Welt bist. Ja, McAllister, da haben wir doch nur mit der kleinen Käsepizza. Ich bin auf der anderen Seite bin ich. Bin in Japan. Und wenn hinter mir der Meuchelmörder kommt, geht, dann sagt's Bescheid. Jasmin, meine Hübsche, wie geht's dir? Jasmin, was gibt's Neues? Jasmin, ja, schön, dich mal wieder zu sehen. Hast du mich vermisst? So, komm, sag doch. So, da wohnt Jasmin, by the way. Ich bringe mir Blumen vorbei. Freut sich immer. Ich finde aber, wir gehen die Arbeit nie. Irgendwann einschlafen im Bett, du schützt mich schon ein, dass ich dann gut zu schlafen. Putz, guck, was brauchen wir? Ach, Joachim, du süße Maus. Joachim, weißt du, wie es in die Arbeit geht? Ich habe den Weg vergessen. Ich weiß nie. Da wohnt der Joachim. Ach, geht's da schon wieder zurück? Ist in der Zeit, wo ich gerade in Japan war, eigentlich ein neues Spiel rausgekommen, Chat? Irgendwas, wo wir sagen müssen, das spielst du nicht. Hallo Siri Smith, Schatz, wie geht's? Ich mach ein bisschen heller, ich kann hier heller stellen. Na gut, es ist weiß geworden. Wie? Ah. Na, ich finde immer in die Arbeit. Last Epoch, nichts für dich, glaube ich. Hab auch den Weg vergessen. Ach, Joachim. Last Epoch? Hängt bei jemandem noch so. Wieso? Das liegt, glaube ich, weil ich über Handy drin bin. Du musst einfach, glaube ich, kurz warten. Lost Epoch. Ah, Lost Epoch ist doch dieses Diablo 4, oder? War das nicht so? Lost Epoch war doch dieses Diablo 4, oder? Pacific Drive. Oh, es kam ja auch Forest raus. Warum spielt keiner The Forest? Ich freue mich so, wenn ich zurück bin, dass ich in Forest reinspringen werde. Warum spielt das keiner? Warum spielt das keiner? Warum spielt keiner Forest? Die Vollversion ist da. Oh, kein Ziffer. Übrigens, Final Fantasy VII Rebirth. Alle U-Bahnen sind immer voller Final Fantasy VII. Inquisitor? Same, freue mich. Ey, ich auch. Sounds of the Forest. Hier spielen noch. Geil. Ist ein geiles Spiel noch gerne. Aber irgendwie spielen das so wenige. Keine Lust. Oh, ich freue mich so auf selbe gespielt. Hast du schon Supermarkt Simulator gespielt? Gibt's das wirklich? Ich suche das gerade. Mit allen Shadow of Nightingale. Ja, zu viel Survival Games. Also ich spiele nur in Japan und warum ist es auf der Sprache? Das Spiel ist in der Sprache. Jasmin, ja, jetzt ist aber. Wo warst denn du so lange? Ha? Einmal kurz. Ich lasse mich mal kurz im Regen stehen. Können Sie mal mein Schirmchen halten, Chat? Ich muss kurz schauen. So, Chat, halt mein Schirmchen. Ah, okay. Wollte nur eine Nachricht lesen. Okay. So, Dankeschön. Vielen Dank fürs Schirmchen halten, Chat. Wir können weitergehen. Wir gehen jetzt langsam rein. Könntest du euch einen Keks kaufen oder so? Ey. Okay, wir gehen rein. Hallo, ich bin da. Ein Schirmchen ausspannen. Oh, die Musik, an die kann ich mich noch erinnern. Das ist die komische Musik. Hey, wo ist mein Chef? Chef, sind Sie hinten im Lager? Da ist ja wirklich was. Hä? Hinten war auch offen. Ja, wo ist denn mein Chef? Wo ist denn mein Chef? Wo ist er denn? Wirklich, die einzige Person, die arbeitet, bin wieder mal ich. Ich muss einchecken. Oh, ich Trottel. Bist du der Bruder, um Gottes Willen? Sap, 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 sap.
Oh. Oh Gott. Du Drecksau. Warte, ach Gott, er hat sich da wirklich versteckt, der Trottel. Ich kann nicht mit ihm reden, weil ich nicht die Rahmen in der Hand halte. Ach so. Oh, Trottel. Oh, jetzt steht die Uhr wieder. Nein! So, hier, ich räume die Sachen ein. Dann richte ich die Uhr, dann rede ich mit meinem blöden Chef. Oh. So, Restock. Der Pornmann. Hey, Porn, nee, das ist doch nicht der Pornmann, oder? Ist im Real Life. Oh. Buh! Oh, du Drecksau. Hab dich gut erwischt, ha? Okay, okay. Okay, ich hör schon auf. Ich verspreche, das will ich nie wieder machen. Was hab ich denn für einen blöden Chef? Okay. Was? Was? Irgendjemand schickte VHS-Kassetten? Klingt nach einer guten Horrorflick. Was ist ein Horrorflick? Nach einer guten Idee für einen Horrorfilm? So? Ist wahrscheinlich nur ein Prank. Ich glaube nicht, dass es irgendwas sein wird. Ich meine, come on, ist nur ein Video. Ist das etwas ein neues? Alleine, das ist das Convenience Store, einer der beliebtesten und ältesten Chilasal-Spiele. So, check ich mal ein hier, so, Punching, Pop. Geht er jetzt? Wo kommen sie nie wieder? So, was muss ich machen? Oh, so, einige Produkte müssen aufgefüllt werden. Scheint mir, dass die Regale voll sind. Das ist unser Motto. Also bitte, mach den Regal voll. Ja, ich habe schon verstanden. Der Manager, okay. Ich schau mal kurz in die Kamera. Ist irgendwas komisch? Wirst du auch Akt 2 zocken? Ja, ich hab den ersten nie gespielt, aber ich würde gerne den zweiten. Wer geht da? War da. Oh Gott. Leute, war da gerade irgendwas? Hat man da gerade irgendwas gesehen? Oder irgendwas eingebildet? War da gerade irgendwas? Wohin da. Ich meine, die Dingseln weg, aber war da gerade irgendwas? Auto. Ich habe das Gefühl, da hat sich irgendwas bewegt. Die Bänder waren, by the way, nicht kaputt. Da möchte ich nur wieder sagen, der wieder ungeziefer. Oh, oh, ich gehe mal hin. Da fährt er wieder. Die Drecksau. Nicoletta, du deckst meinen Rücken. Jasmin, du gehst links. Bettine, du gehst rechts, ich brauch die mit dem großen Bizeps, weißt du? Schuldinato, du trägst mich hochgepackt. Ich lass hinten immer Fluchtweg offen halten. Blümi, du deckst die Tür. Das ist der Garten da hinten, der Gemüse. Da ist ein altes Rad. Oh. Deine Uhr. Alle. Okay, meine Uhr sollte wieder gehen. Okay. Ja. Zugesperrt. Kann ich wohl nicht rein. Grüße, König Romeo, mein Schatz. Oh, was ist das denn? Hä, was ist denn Blaues? Was ist das? Ist da ein Schlüssel drin? Mach ich zu. Ist kalt. Ist Winter. Es hat so abgekühlt in Deutschland. Bei uns auch. Warte mal. Hey, war der Boden immer schon so dreckig? War der Pony schon so dreckig? Ich glaube nicht. Z. Benjamin, hübscher, wie geht's dir? Danke für 41 Monate, Z. Benjamin. Dankeschön. Genau, ich muss auffüllen. Aber wo fülle ich auf? Also hinten im Lager. Bitte nicht die Hand in den Ventilator stecken. Nee, Kikulett, traue ich mich nicht. Mache ich eh nicht. Okay, so, ich fülle mal die Regale auf. Was man halt so macht im Job. Moment.
Chet, mach sofort die Tür auf. Das ist jetzt nicht lustig. Chet, mach die Tür auf! Oh. Mach, Yusarin, mach auf. Yusarin, ich hab dich so gemeint. Scheiße, kann ich hinten rauf? Chet, mach's auf! Nein, wir gehen was essen. Leute. Ich bin so müde. Oh, Chet. Oh, Leute, was ist denn los, Alter? Chaos, sage für 20 Euro. Mach doch die Tür auf, Chaos. Danke, Chaos. Oh, Chaos, sage für 20 Euro. Ja, das kannst du nicht machen, wenn die Tür so ist. Chaos, vielen Dank. Danke für 20 Euro. Dankeschön. Ganz viel Spaß in Japan. Ihr zwei wünscht euch meine Mutter. Moment. Da kommt. Der Bund will immer so weg. Chaos, vielen Dank, Mensch, ich zeige mir 20 Euro, wie geht's dir? Der Bund. Ey, guten Abend, Chaos, wie geht's? Chaos, danke schön. Aber nicht, weil ich hinter dem Lager gerade die Treibchen wieder offen. Chaos, vielen Dank für sofort. Danke schön. Oh. Okay, warte, ich muss. Ich bin gleich bei dir. Chaos, ich bin gleich bei dir. Ich mach nur kurz die Regale voll, ja? So, Moment. Ich bin gleich bei dir, Chaos, gell? Fahr mal. Ich muss jetzt deine Kapuze umdenken. Autsch, bisschen wurde das. Hä, wo sind denn? Wo fehlen denn die? Hä, wo ist denn? Hä, ist doch alles voll. Ist alles voll. Nein, nicht. Hä? Chet, habt ihr irgendwas gesehen? Kong hat einen Tobi getauft. Der? Oh Gott. Julia Vatri, danke für den Pixel, danke für den Dank, ich danke dir. Hallo, mein Hübsche, wie geht's dir? Dankeschön. Und Chaos, wieder genug für 20 Euro. Bisschen kranker, passt schon, sehe ich. Hey, so gehe ich, ich hoffe, dir geht's dann. Okay, auch gut. Bis jetzt alles gut, es hat nur wirklich ganz komische Geräusche von außerhalb. Okay, ich rede dann einfach mit dir. Hallo? Nee, kann ich gar nicht. Hä, wo soll ich denn das hingeben? Wo fehlt denn da was? Da ist doch alles voll. Also, hä? Oder übersehe ich was? Chet. Kühlfach bei den Getränken. Bei den Getränken? Du arbeitest auch der Shadowkatze. Hätte ich fragen sollen. Vielen Dank, Shadowkatze. Vielen Dank, Dankeschön. Hallo, wie geht's Ihnen denn? Schön, dass Sie da sind. Ich bin Hamada. Ich habe gehört, da ist irgendwas mit der Klimaanlage nicht in Ordnung. Dein Boss wirkt bemüht, dass das Essen frisch bleibt. Ich hasse es, so spät um diese Uhrzeit zu arbeiten. Aber er bezahlt mich gut. Beim Chaos habe ich auch gerade 20 gekriegt. Na, ist richtig. Beachte mich gar nicht. Ich check nur kurz die Klimaanlage draußen und dann gehe ich auch gleich wieder. Ich beobachte ihn über die Kameras. Ich hoffe, dass er ihn. Letztens hat er mal ein Centstück in die Klimaanlage reingekaut, die dritte Sau. Ja? Aber wie gesagt, ich finde sie. Also ich habe sie, habe ich mal notiert. Groß, ja, habe ich. Ne? Die Liste gebe ich dann ab. An die Dagna Kami, die geht dann zur Post. Da rennt er schon und wir schauen, wie die Work Ethic so hier ist. Sie müssen nächsten Dienstag nochmal allein in diesen Raum. Nee, ich, der ganze Chat soll kommen. Ich bin hier nicht mehr alleine. Wo ist er? Hä? Wo ist er? Ah, da kommt er schon. Ah, da kommt er. Jasmin, schau zu! Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst, dass er jetzt stirbt. Ich zoome ran. Ah. Oh Gott. Ich hoffe, wir sind nicht gefressen oder so. Sehr cool, kein Moment, da ein bisschen schalte, wenn du möchtest. Sehr cool, so kommst du oder sowas, war letztes Mal so geflasht. Kann ich ein bisschen, ich schalte. Okay. Aber er macht seine Arbeit gut.
Also bis jetzt hat er mir noch nichts in die Ehe reingeworfen, ne? Also. Weißt du, was ich meine? Passiert nichts. Oh, er ist fertig. Ich war aber schnell. Ich dachte, du streamst das in ein kleines Hotel nicht ab. Nee, nee, ich streame aus einer Karaoke-Bar. Weil da kann ich Lärm machen. Ich kann nicht musizieren, ich habe eine Gitarre. Er hat's überlebt, Jasmin. Und? Hat er den Fehler beheben können? Ah, da ist er ja wieder. Der Mann der Stunde. So, hey Chaos, vielen Dank für 20 Euro. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Danke, dass du da warst. Gute Nacht, mein Hübscher. Gehst du auch nochmal zum Sumo-Kampf? Ich glaube nicht. Kannst du Gitarre spielen? Nein. Was ist aus der Puff-Idee geworden? Oh, Moment, da ist ein anderer drin. Wer ist sie denn? Entschuldigen Sie, wer sind Sie? Ah, die will mit mir flirten. Das sehe ich. Das Klo hat's offen lassen, die Oma. Hey, es wird immer dreckig. Es wird immer dreckiger bei uns. Ah, ist nur das Auto. Wer ist das jetzt wieder? Die ist zum ersten Mal da. Bestimmt eine Diebin, ha? Akro, so willst du da reinzwicken? Ich verstehe. Die Pan. Sie könnte die Pan sein vom Aussehen her. Hallo? Nicht reden, einfach nur scannen und wieder gehen? Ich verstehe. Gut. Gut. Schönen Abend noch. Hey! Handynummer? Jetzt geht's los. Hey! Oh. Bist du der Einzige, der arbeitet? Oh, shit. Ich kann's nicht glauben! Welcher Manager stellt hier so eine junge Dame wie Sie mitten in der ja, alleine an? Ach so, die macht sich Sorgen um mich. Die ist aber lieb. Ich verstehe. Du hast also keine Wahl. Naja, wie auch immer. Ich gebe dir meinen Schutz-Talisman. Und jetzt pass auf. Oh, das ist aber sehr nett. Den nehme ich gerne. Vielen Dank. Die ist halt lieb. Ne? Die gibt auch manchmal Trinkgeld. Super. Hey, hallo Putz und Chat. Bin heute leider zu spät. Tikuna Long, mein Schatz. Schön, dass du da bist. Wie geht's? Und hallo Lili Mitty, herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier sind. Meine Uhr ist wieder stehen geblieben. Gut, Toni, meine Hübsche, wie geht's dir? Gut, Toni, schön, dass du da bist. Warte mal kurz, ich mach mal die Idee. So. Warte mal, ich hab eine Idee, ich mach's einfach so gut. Also. Sollte gehen. Okay. Uhr steht, ey, Patze, ich hab doch wieder gemacht. Die Uhr hat keine. Die Uhr ist halt auch schon müde, Chat. So, ist noch irgendwas? Ey, bis jetzt aber jetzt noch nicht so viel Horror. Ne? Ich habe irgendwie mehr Horror. Aber kommt vielleicht noch. Wahrscheinlich, am Ende wird es immer mehr. Bin jetzt mal eingesperrt. Aber Horror? Pah! Boah. Glutoni, wie geht's dir? Ringt's im Laden? Ja, im Laden ringt's. Ah, wieder ein Bier, da war die Party wohl wieder da. Wo soll ich hin? Da kommt halt wohl heute keiner mehr. Keiner wieder geht. Oh, Kluhe mit den schönen Schuhen. Danke für 20 Minuten, du Blümchen. Dankeschön. Wie geht's dir? Keiner da. Wirklich traurig. Hab ich, warte mal, nee, ich muss noch den Laden, den Dings auffüllen, oder? Was? Nein! Lass mich natürlich wieder eingesperrt! Es hat schon wieder geklappt! Die Drecksau! Ladendiebe! Ruf die Polizei! Schülerlocke, ruf die Polizei! Die Drecksau, schau das an! Haben sie eigentlich... Was wird hier gespielt? Die Frech.
Frechheit. Du musst jetzt aufs Klo. Ich gehe nicht mehr aufs Klo. Bin ich stolz. Ich hänge mir den Job an den Nagel. Da hat irgendwas getippt. Oh. Talismane, oder? Oh, Chat, soll ich die Talismane aufheben oder nicht? Das, soll ich die aufheben? Weil das kann auch Pech bringen, weißt du? Da gibt's gar keinen Horror, sagst du. Oh, bringe doch Glück. Ja, aber Talismane sind ja auch irgendwie so ein böse Geist einzusperren, oder? Wir brauchen eine neue Windel für Putzduft und Wups, aber du wechselst. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es ein anderes Ende gibt, wenn ich Nein drücke. Vielleicht geht es auch gar nicht weiter. Das kann natürlich auch sein, aber... Und überall diese... Oh Gott, ich hab's verstanden. Über dieses Haus, wo die gewohnt hat, diese Tochter von ihr, da wurde ein anderes Haus draufgebaut. Und das ist der alte Boden. Der alte Boden kommt langsam durch den... kommt wieder durch. Und, also der alte Boden von dem Haus, von dem Vorhang, das darüber stand, kommt langsam wieder durch und macht sich sichtbar. Deswegen scheint sie also durch. Okay, ich hebe auf. Putzeblätter war dich beklaut. Dreckst du wirklich? Ich hab hier... Was machen wir mit dem Talisman? Oh, warte mal. Was mache ich wirklich damit? Soll ich die nach hinten bringen? Was die, wo die Bänder weg sind. Ich versiegel den Luzifer wieder. Glutoni, mein Schatz, wie geht's da? Was gibt's Neues? Erzähl mal alles. Wo warst du so lang? Und sag, ja, du hast mich vermisst. Komm, sag. Hier, oder? Exercise the door. Das habe ich gemeint. Man weiß ja nie, wer drin ist, ne? Wichtig. Bleibt's drin! Die Chips sind auch ausverkauft, Herrschaftszeiten. Rayman, es tut mir leid! Rayman, ich gebe mir doch schon so Mühe. Wirklich, ich habe das Schönste angezogen, was ich habe. Da hat mir auch noch keiner gelobt wegen meinem schönen Aussehen. So frisch habe ich mich gemacht heute für euch. Ich hatte heute eine Gesichtsmaske. Möchte nur sagen. Jetzt kommt sie wahrscheinlich, dass ihr gerade nichts braucht. Habe ich nicht gemerkt. Habe ich wirklich. Ich war baden, Gesichtsmaske, alles habe ich da. Du siehst ganz sauer aus. Meinst du jetzt echt oder willst du jetzt lügen? Aber meinst du echt? Ich sehe noch nichts. Schon nachher will ich mal Brille aufsetzen. Ne? Will mal vielleicht Augenbrillen aufsetzen. Raymond, vielen Dank. Gut, wir gehen. Ich schau mal kurz in die Kamera rein. Oh, das war die war kaputt war, ja. Warte mal, hinten? Nix. Sind immer noch Falten. Jonas Thiel, Drecksau. Jonas Thiel, dich habe ich auch schon länger nicht mehr in der Arbeit gesehen, ha? Immer sagen, ich bin krank, aber heimlich mit der V-Bucks-Account bei Fortnite mehr, ha? Ich krieg sie alle, möchte ich nur sagen, ja? Wo ist denn der Rest? Ah. Da. So. Kikulette Glutoni, was gibt's Neues? Erzähl. Du ignorierst mich. Was gibt's Neues? Wie geht's dir, mein Schatz? Was tut's im Leben? So, tu mir ein bisschen auffüllen, sonst schimpft die Dachpappe und fahren wieder mit mir. Bitte schön. Bin fertig aber, glaube ich, mit dem Tag, oder? Aber ich sollte das vielleicht noch aufräumen. Das liegt jetzt einfach so am Boden rum. Gottes Willen, eine Donation! Oh. Katakula, meine Hübsche, danke für 10 Euro! Wie geht's dir? Hallo! Guten Abend, Katakula, vielen Dank für den Support! Dankeschön, meine Hübsche! Katakula, ich danke dir, danke für die Unterstützung, Dankeschön!
Nee, ich renne nochmal gut hoch. Katakuda, vielen Dank. Wie geht's dir? Was gibt's Neues bei dir? Dankeschön. Oh. Muss ich noch was machen? Ich habe, glaube ich, ich habe alles aufgefüllt, glaube ich. Ja, das habe ich gemacht. Nochmal in die Kamera schauen. Joko, hallo, mein Schatz. Katakuna, danke für 10 Euro. Vielen Dank für die Unterstützung. Wie geht's dir? Was gibt's Neues, Katakuna? Shiro-san, schlaf gut, mein Hübscher. Und hallo, Joko. Nee, es gibt nichts mehr. Und hallo, Alex Day, herzlich willkommen. Wirst du nächsten Dienstag wieder aus den Karaoke-Stream? Ja, ihr fragt es immer so, es klingt immer so, als wäre es nicht cool. Findet ihr die Location nicht cool? Also, oder findet ihr es eh gut? Aber ich wollte nächste Woche wieder hier raus streamen. Hey, Camp, da. Aber es klingt irgendwie immer so wie eine Kritik, so, dass, also ich glaube, dass es schon cool ist, aber ich frage nur. Ist doch cool? Ich finde auch gut. Also, ist super. Aber ich kann ja nichts machen, gell? Bettine, du weißt das, wo muss ich hin? Ich find's cool. Oh, sieht das Skelett. Ist voll gut. Claudine, meine Süße, wie geht's dir? Ja, da kommt der Boden durch. Ah. Naja, Luft nach oben. Hä? Aber wieso? Ja, so ist es jetzt kein Studio, aber es ist doch voll in Ordnung für das, was es ist, oder? Wann wird Karaoke gesucht? Das Ding ist, ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich finde es super, vor allem mit den gruseligen Geräuschen. So, eine Raucherpause eigentlich. Warte mal, wo muss. Bettini, jetzt ist. Wo muss ich jetzt hin? Jetzt habe ich hier. Ich habe alle Sachen. Habe ich alle Sachen eingeräumt? Ich glaube. Gib mir es nur, wenn die Tür. Wenn die Tür guckt. Ich habe jetzt mal echt schon Angst gemacht, der Tür. Ich habe aber zugesperrt bei der Tür unten. Nee, Nudeln auch nicht. Ich finde es super und ich bin sehr dankbar, dass du es einmal die Woche für uns machst. Ja. Nee, ich bin sehr dankbar, dass ihr zuschaut. Und dass es euch anscheinend auch gefällt. Vielen lieben Dank. Ich habe echt ein bisschen Angst gehabt, dass ich habe es gar nicht erzählt, aber vor Japan war richtig scheiße. Ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber vor Japan, wirklich einen Tag vor Japan, der Donnerstag, da wurde meine Katze, ich habe ja in Wien eine Katze gehabt. Ja, also zwei, eine ist gestorben an Krebs vor 5 Jahren oder so und meine zweite ist am Donnerstag, musste eingeschläfert werden. Das war halt vor Japan, ne? Oh, das war eine Katastrophe. Also das war scheiße ein bisschen. Also ja, ich meine, die war eh alt, sie war 18 Jahre alt, ne, ist eh ein schönes Alter. Aber vor Japan, na, ist ein guter Zeitpunkt auch noch, ne. Und dann war ein bisschen, ja und so, war alles ein bisschen. Aber ist halt so, ne, sie hat ja ein schönes Leben gehabt, ne. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja schon seit, ja, 9 Jahren circa aus der Wohnung draußen, also seit aus Wien. Und die ist halt bei meiner Mutter geblieben. Und sie hat aber ein schönes Leben gehabt. Aber es ist trotzdem vor Japan, ist halt, also wirklich ein Tag vor Japan, so, ne? Aber ja. Ach, alles gut. Alles lieb von euch. Nee, ich versuch's immer so zu sehen, so dass es irgendwie so. Dass sie irgendwie noch da ist. So, was ist noch in meinem Herzen? Ich habe sie auf Bildern, ich habe sie auf Fotos. Und ja. Und es ist halt immer irgendwie, und bei der Katze war es okay. Sie ist 18 geworden, war ein schönes Alter. Röfflergut, vielen Dank für das Gute, dankeschön. Sie war 18 Jahre alt, ist ein schönes Alter für eine Katze, kann man nichts sagen. Meine andere Katze war nur 13, da war es ein bisschen unfair, weißt du, da denkt man sich, ach komm. Aber 18 ist voll ein gutes Alter. Aber es ist natürlich trotzdem nicht schön gewesen. Aber ja, sie hat ein schönes Leben, ich glaube auch. Also ja, ich habe jetzt das zugeklebt mit Sticker. Und dann wurde sie. Ja, wie gesagt, ich bin ja eh schon länger. Für meine Mutter war es sehr schwer. Aber für mich war es natürlich auch nicht leicht. Aber es. Also ich versuche es immer ganz kurz, guten Abschluss zu machen. Ich versuche immer irgendwie so denken, dass sie noch irgendwo hier ist. So, ne? Und dass sie noch irgendwie so. Ich bin immer der Meinung, solange man noch was im Herzen hat, so, auch wenn es tot ist, ist es noch irgendwie da. Es ist nicht ganz weg, weil du hast ja immer noch so dieses Lebewesen, egal ob es jetzt ein Mensch oder eine Katze oder irgendwas war, das hatte dir ja ein Gefühl vermittelt. Und dieses, also, und das Gefühl hast du noch immer. Also selbst wenn das jetzt schon weg ist, die Person oder das Tier, aber das Gefühl ist noch da.
Und das Gefühl hast du bekommen zu der Lebzeit, als sie gelebt hat. Und deswegen ist immer noch so ein Teil, immer noch irgendwo da. Klar, es ist jetzt nicht mehr so lebendig und so, ne? Aber es ist immer noch so ein Teil, ist noch da. Und solange dieser Teil da ist, ist es auch für mich nicht zu 100% tot. Es ist natürlich biologisch tot, aber irgendwo ist es noch bei mir so ein bisschen da. So, weißt du, und so sehe ich das immer. Und ja. Aber das ist halt irgendwie, ich finde es auch ein schönerer Gedanke, als wenn man sich denkt, ach, weg. Weißt du so? Aber ja. Kenne ich vor kurzem solche Kollegen verloren. Ja, ja. Haben meine verstorbene Karte tätowieren lassen. Und, ich habe, hast du die Kameras noch gesehen? Ach, bitte nicht schocklich, aber ich habe gerade geschaut. Aber deswegen besteht in anderen Welt weiter. Ja, und, ja. Aber für meine Mutter war es sehr schlimm. Für meine Mutter war es absolute Katastrophe. Für meine Mutter, die hat nicht nur einmal geweint, aber, ja. So, aber was so eine Katze mit einem macht, ne? Oder so ein Hund. Was einfach ein Haustier mit jemandem macht, ne? So. Ist halt irgendwie mehr als nur ein Tier, ne? Oder, ne? Aber warte mal, muss ich bei ihm vielleicht schauen? Er ist wieder gegangen. Da ist immer noch was drin. Ist halt ein Baby, genau. Aber ja, nee, danke euch allen, sehr lieb von euch, aber das war einfach ein scheiß Zeitpunkt mit der Katze, weil es genau vor Japan war. Aber ja, ist ein Familienmitglied, finde ich auch, ja! Es ist ein Familienmitglied, ja. Aber wie gesagt, kaputt zum Segen an einen Schrei. Jetzt kann ich mir lesen, ich schreibe zu schnell. Ich habe damals erwartet, dass ich trauern würde, wenn Lili schreibt, und weißt du, was so viel krasses ich gedacht hätte. Ja, wie gesagt, man muss auch sagen, ich habe sie schon, meine Katze, schon lange nicht mehr gehabt. Also, ich habe sie im Dezember das letzte Mal gesehen und konnte mich dann auch quasi noch verabschieden und so von ihr. Also, verabschieden. So, wenn eine Katze so alt wird, dann denkst du immer wieder, okay, es könnte das letzte Mal sein. Und dann habe ich aber, ja, und jetzt war es halt am Donnerstag soweit. Aber einschläfern lassen ist besser, als wenn die dann ewig lang rumkriecht und sowas scheiße, ne? Also dann lieber würdigen Abschluss, als dass man sich dann aus seinem eigenen Egoismus die dann irgendwie noch im Leben hält. Aber ja. Hallo Karin und Hübsche, wie geht's dir? Ich schau mal ganz kurz. In der Kamera war nichts mehr, Bettili. Da war was? Aber da war die Frau, aber die ist wieder weg. Schraubenschlüssel am Ventilator gewesen. Nee, also ich habe keinen... Also ich weiß, draußen liegt ein Schlüssel, aber was mache ich damit? Gut, dann kann ich schlafen gehen. Sorry, dass heute so lange braucht, das Spiel. Aber ich wollte noch was anderes spielen. Und ich werde auch noch eine halbe Stunde dann was anderes spielen. Um 7 muss ich... Oh Gott, ich muss um 7 draußen sein. Ist ja schon was 7. Wo ist denn der Schraubenschlüssel? Ah, hier. Ah. Hier jetzt irgendwie so? Ach so, okay. Ah, ich erinnere mich, Minerva. Ja, ich erinnere mich. Oh. Küsschen! Minerva, die chillen jetzt alle bei uns auf einer Wolke. Meine und deine. Ha! Oh! Oh, nee, soll ich wieder. Hey Manager, geht's Ihnen gut? Manager! Viel? Da ist die Videokassette! Hä? Herr Manager! Ich hab's gesehen, es war die Snuffelpups, die das nicht zurückbezahlt hat, das Geld, was ich ausgebrochen aus der Kasse. Buddy! Oh, da redet 8 aus, oh, shit. Jetzt geht's aber los. Oh. Scheiße, es geht aber los. Ey, Leute, ich. Was für ein Albtraum? War das nur ein Traum? Also, ja, ein Albtraum.
Wie bist du nach Hause gekommen? Ich? Ach so, ja, das ist eine gute Frage. Obwohl, die Tür ist auch zu. Oh, Asenja, danke für 17 Monate. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ich muss aber heute um kurz vor, also 10 Minuten vor 6, links um läuft die Zeit, Schluss machen. Weil um 10, um 7 Uhr haut er mich raus. So. Ich hab gedacht, wir spielen noch was anderes. Scheiße, jetzt haben wir nur das gespielt. Aber ich hoffe, es ist okay. Schade, dass du im Hotel ziemlich weit bist. Naja, ich könnte... Nee, das geht nicht. Also ich müsste... Weil der Akku wird das gar nicht durchhalten vom Laptop. Und es ist eine halbe Stunde von entfernt. Ich mag das Spiel, ist gut gemacht. Ist super geil, gell? Aber auch wenn ich nur die Hälfte verstehe. Also irgendwie eine Frau ist gestorben, irgendein Mann ist von der Brücke gesprungen auch noch. War irgendwie ein wilder Tag. Hast du ein Setup bereitgestellt bekommen? Nee, Edward, ich habe alles mitgenommen. Ich habe meinen Laptop mitgenommen. Ich habe meinen Kopfhörer, Maus, Tastatur. Mikrofon habe ich gekauft, bevor ich hergegangen bin. Ich habe alles selber. Aber das und eine Steckdose mitgenommen, so ein Verteiler und alles gut. Passt schon. Nach deiner Uhr ist es schon kurz nach 6. Ja, genau, ist es. Ja, um 7 Uhr kommt der Dude. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange heute brauche. Aber ich hoffe trotzdem, dass es Spaß gemacht hat. Wir können uns das auch für nächste Woche aufheben. Weil es ist ein bisschen zu lang. Ich glaube, es ist so, weißt du? Und ich weiß nicht. Können wir dann schauen. Wie gesagt, ich kann hier nur... Also, solange ich hier bin, kann ich nur kürzer streamen. Kann nicht so lang. Weil, wie gesagt, ich habe den Raum gemietet von 2 Uhr in der Früh bis 7. Also, 2 Uhr bis 7 Uhr. Und so lang kann ich da sein. Und ich bin aber eine Stunde länger, habe ich länger gebraucht. Weil ich noch alles einstellen musste und alles Internet verbinden und Mikrofon aufbauen und sowas. Ich finde schon wieder nicht nach Hause. Aber nice, dass du das sehen darfst. Ja, dann nächste Woche, gell? Aber ich hoffe, es hat bis jetzt trotzdem Spaß gemacht. Ich kann halt nicht so auf den Chat eingehen, gell? Weil der Bildschirm, dem was ich da habe, also der Computer 2 Bildschirm, der ist halt viel kleiner. Das heißt, ich sehe eure Nachrichten sehe ich nie so wirklich. Ich sehe mal durch die letzten 3 Nachrichten. Jetzt habe ich mal. Ey, Pixel Pony, mein Schatz. Nee, ich freue mich, dass ihr auch alle da wart und ich hoffe, dass es euch auch Spaß gemacht hat. Aber das Spiel spielen wir auf jeden Fall noch durch, ne? Aber irgendwie. Immer wenn es dunkel ist, sehe ich nichts. Da lang? Ich habe das Gefühl, der Weg ist immer ein anderer. Alter. Minerva, du stehst durch mich mit dem Auto ab. Super, macht dir nicht so einen Kopf, wir sind froh, dass du schwimmst. Was heißt das trotzdem? Sie haben noch. Ey, Freund, ich hab's gesagt. Weil ich finde die Idee cool, dass wir ein japanisches Spiel spielen. In Japan. Ich finde die Idee halt cool. Ich fand's was Besonderes. Weil das ist so ein Stream, den schaue ich mir wahrscheinlich in 2 Jahren vielleicht auf YouTube an. So, ist einfach ein cooler Stream. Hamado, haben wir gute Nacht. Gibt's in dem Raum eine kleine Lampe, dann kannst du gruselig viel ausmachen. Nee, es gibt's nicht. Gibt's leider nicht. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, genau, nächste Woche Dienstag, 18 Uhr, wieder normale Zeit, bin ich wieder da in dem Raum. Okay, ist noch... Hallo? Vielen Dank, dass du für uns streamst, auch wenn du im Urlaub bist. Nee, danke schön. Ja, ich danke, dass ihr alle da wart, weil das ist ja auch... Oh, ich habe nicht mal eine Aufgabe. Was soll ich jetzt machen? Trischblub! Oh gut, das war... Okay, das ist alles normal. Ja, Hüge, mein Schatz, wie geht's dir? Chat, kurze Frage, wie geht's euch? Wie geht's euch? Jetzt, ich habe ja noch gar nicht... Was ist das? Sind das Nägel? Nicht so müde wie du, ey. Bin am Arsch.
Soweit gut. Das ist jetzt modern. Oh. Aber unsere Regale sind verdächtig leer. Aber in der Reflexion sehe ich sie noch. Ich weiß nicht, ob das verschieben schafft, das ist ein bisschen tricky. Nee, das schaffe ich locker. Oh Gott, ich dachte, das steht wieder, weil das ist nur ein Poster. Okay, aber, muss ich in die Kamera schauen? Vielleicht ist es früher beim nächsten Mal. Ey, Pixelbund, das kann ich nicht. Ich habe den Raum gib. Ich hab den. Okay. Da ist ein Kind. Keine Balk. Er hat den ganz rechten Gang genommen, dann ist er dadurch und stehen geblieben. Muss ich den folgen oder so? Muss ich den Rang in der, und in der richtigen Reihenfolge abgehen? Der hat so eine Schlange gemacht. Er bleibt immer wo stehen. Teddy merkt sich das eh, gell? Also warum habe ich euch denn? Der ist da irgendwo, dann ist er da. Genau, Pixelmon ist schon fest. Und dann irgendwo da. Ah, da, schaut da, kein Dreckspatz. Und da. Und dann? Ah, er rennt schon wieder alles durch, oder? Da, oh Gott, da, ich hab's ungefähr im Kopf. Da, da, da. Und dann? Und hier auch noch. Ah, und hier in der Wand. Oh, das war's, oder? Okay, ich probier's. Also vier. Da, da, da. Ja, 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 genau. Also ich glaube, er ging da durch. Ich weiß nicht, ob er da was gemacht hat. Aber dann war er da. Oh Gott, der muss perfekt sein! Leute, ich brauche Hilfe. Im 7-7 muss ich draußen sein. Wo drücke ich? Da? Oh Gott, ich habe alles vergessen! Ich mache jetzt mal die anderen ist falsch. Die Stromkosten muss ich in. Oh. Ja, Nikolaus, hallo, mein Schatz. Ey, Leute, Chat. Ich brauche eure Hilfe. Der kommt um 7 Uhr. Der erschreckt mich genauso wie das kleine Kind. Wo war der? Wo bleibt der stehen, Chat? Merkt sich das bitte. Schaut's genau hin. Okay. Okay, die Reihenfolge ist egal. Aber wo schaut er hin? Ganz rechts, aber wo hat er denn hingeschaut? Ey, Mondinsel. Erik hat auch lange gebraucht. Warte mal, dann, okay, da. Da, da. Alter. Alter, das ist ja. Das ist ja ein schönes Rätsel. Da auch? Okay. Unterste Reihe. Aber wo? Ah, man kann sich an den Boden orientieren. Chat, ihr müsst sagen. Ich habe es hoffentlich gut aufgepasst. Vielleicht einen Screenshot gemacht, wenn ihr krass seid. Und dann sagt sie mir. Ah, da. Und da beim Eingang. Beim Eingang der Oberste, oder? Ja, beim Eingang der Oberste. Okay, gut. Chat, ich zähle auf euch. So. Ist ein Spiel gegen die Zeit. So, okay. Da beim Eingang der Oberste. Bam. So, was noch? Dann hier? Wo war hier? Gut, dann kann ich schlafen gehen. Danke, dass du da warst. Ich hoffe, ihr seid. By the way, es könnte sein. Folgt mir auf Instagram. Da poste ich immer die neuesten. Da poste ich Stories. Sehr viele aus Japan. Und es könnte sein, dass ich vielleicht unter der Woche auch einfach mal spontan mit dem Handy live bin. Könnte auch sein. Gerade so am Wochenende könnte es sein.
Da ganz oben aber Eingang war verkehrt. Dort der oberste. Aber welcher? Ah ja, hier in der Wand war einer. Hier in der Wand. Aber wo? Links an der Wand der oberste, der da? Der da? Ist es der gewesen? Ja? Oben links, der Einzelne. Der, ich dachte doch, dass der Einzelne war, gell? Ich hätte auch gedacht, dass es der Einzelne war. Okay, dann ist es der Einzelne. Wir probieren es einfach. Okay? Dann ging er da und hat er, glaube ich, da geschaut. Oder war das irgendwo rechts? Wo hat er denn da geschaut, Chat? Ich kann ja eigentlich schauen, ich kann ja nicht zurücklaufen, aber ich frage euch einfach. War das der da? Wo der weiße Punkt drauf ist? Ich zwitte. Der da? Unten rechts. Der da. Also auf jeden Fall die Wand. Okay. Der war ganz unten. Okay, perfekt, Chat. Ich glaube, da haben sie jetzt. Okay, einer noch. Okay. Und hier, Chat, wo war da? Links oder rechts? Wo war da? Da links? Ey, der Wallbraid voll am Start. Okay, da links, aber wo? Aber wo links? Oder zweite unten links, der links, wo Boden sauber ist. Hier. War das hier? Der? Ja, ich erinnere mich, du hast recht. Wo Boden sauber ist. Herr Tana, war das hier der da? Ich glaube, das könnte der gewesen sein. Ich drücke jetzt einfach mal. Okay, der war es nicht. Scheiße. Aber es war der Oberste, oder? Es war der Oberste, oder? Es war der. Es war der Oberste. Ja, okay. Da war der. Ich glaube, der Letzte war falsch. So. Sinja, danke schön für 17 Monate. Ne, wer war das? Mal ein anderer. Luda, danke für den Sub. Dankeschön, mein Schatz. Oh Gott, was war noch mal da? War das der Einzelne, gell? Der Einzelne war das, glaube ich, gell? Okay. Da haben wir gesagt. War das der Unterste da? Ha. War das der Unterste da? Nee, die Reihenfolge China ist, glaube ich, das ist egal. War das der? Oder was links? Nee, rechts, oder? Rechts der Unterste. Okay, ich schau mal nach. Was machst du in Japan? Gute Spielerin. Urlaub! So, ich schau mal kurz rein. Genau, da war der Einzelne oben. So, wo geht er da jetzt hin? Nächster Gang. Wer machst du noch? Geh mal, bis oben steht 7 Uhr und bis 7 Uhr habe ich den Raum, da muss ich gehen. Da, er schaut nach unten. Okay. Also ums Eck und dann nach unten. Zweite von rechts unten. Zweite von rechts. Hier, der da. Bigimon, dankeschön für 15 Monate. Dankeschön, mein Schatz. Wie geht's dir? By the way, wer von euch ein Prime-Sub habt und habt es noch nicht eingelöst, würde ich mich sehr freuen. Du meinst Urlaub von Urlaub? Nee, meine ich nicht. So, und jetzt da. Hallo, Tripodoni, mein Schatz. Und wo war da nochmal? War der ganz der Zeile von rechts?
Hm? Ich schau mal kurz nach. Da, auch oh, Gastgeber, Dankeschön. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Hey, Jasmin! Ich nehme ihn. Jasmin, ich opfer mich. Schau mal, hier der. Das wäre mir das Schwiegsteil. Ja, ja, der Teil ist ein bisschen zart, ne? So. Ah, scheiße, jetzt geht er da rein. Klappt das dann auch gut für dich im Karo-Kram? Ey, super. Also, ich bin sogar über ein Handy, über den Hotspot, streame ich gerade. Vom Handy aus. Dass das so klappt, wundert mich selber, aber ich finde es super. Also, ich hoffe auch, die Qualität ist okay. Ich weiß nicht, ob sie gut ist. Aber ist die Qualität gut, ist es ein bisschen schlechter. Da, wo es sauber ist. Es steht genau, wo es sauber ist, ja. Tippertoni! Naja, Tippertoni, wir sind halt auch die ganze Zeit unterwegs. Bist du auch in Japan? Und hier? Warte mal, Chat, war es der oder der? Rechts oder links? So was sieht so aus, wirklich? Finde die Qualität gut. Okay, sehr gut. Das ist gut. Oh, freue mich. Rechts? Ich wohne doch hin. Oh, Toni. Kannst du Japanisch? Ja. Eins, zwei, drei, vier. Ich glaube, das ist derjenige, dem der Raum gehört, der will, dass ich rausgehe. Oh! Ist das der, der was von der Brücke gefallen ist? Weil irgendwer ist von der Brücke gefallen. Ist das der? Hallo, kleiner Bubi. Ja, molto bene. Oh, ein Kunde. Ich kann es nicht erwarten. Scheiße, schon wieder. Hallo! Wer nervt dir? Das war die Mama? Panji, gute Nacht, danke, dass du da warst. Hä? Oh! Ich kann aber nicht mehr zurück. Hä? Kann ich raus? Oh, Juli-chan, danke für 2 Monate! War das ein Prime? Ich weiß gar nicht. Ich kann es gar nicht lesen. Dankeschön! Auf jeden Fall danke für die Zeit und danke Chat, danke Kinder, danke Game. Ey, Mosaik, ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Freut mich, dass du da warst. Schlaf gut. Vielen lieben Dank. Sag was vor der Tür? Oh, hab ich nicht gesehen. Seht ihr heute zufällig gegen 19 und Juku? Oh, boah, ich habe noch keinen Plan heute, Tripodoni. Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Wir gehen einfach nur rum. Oh Gott, ich dachte, die Bilder haben sich geändert, aber die sind eigentlich. Oh, die Videokassette. Oh, wie schön. Freut mich aber. Habe ich nicht gesehen. Ah, Videokassette schon. Okay, schon mal Videokassette. Okay. Kann ich nicht rein? Ich habe jetzt 21 Minuten. Ich arbeite bis 21 Uhr in Shinjuku? Hä? Warum sind denn alle in Japan? Schalkus Hinge, wieso? Wie kommt's? Wohnst du in Japan? Die schau ich mal an. Das Bandel schau ich mal an. Jasmin! Oh. Bist du sicher? Ja, komm, ich schau. Komm, wir schon. Chit. Aber sagt das nicht der Mama, dass wir uns jetzt einen Horrorfilm anschauen, okay? Ich sag das jetzt nicht der Mama, okay? Haben wir uns verstanden? Gut, sehr brav.
Krisch, blopp, brav. Schon jetzt kein Horrorfilm, Mann. Ja, aber nicht das wieder bei der Mama. Ich kann nicht schlafen, da putze. Check. Krieg die Sonne für die ab und ist ja nicht rot. Ich schau jetzt. Dach, Papofand. Mal ran. Oh Gott, das bin ich, oder? Oh Gott, was ist das? Kann ich nicht, nee, kann ich nicht. Hey, ist da eine. Das ist meine Tür! Oh, das ist der Trippatone, der in Japan wohnt. Der sagt: Ey, Putzi, du bist in Japan. Ich kann mich nicht bewegen. Oh, oh. Schlecht. Oh, da kommt wer. Oh, Mutti. Oh, Mutti. Mich umbracht. Hey, was war denn das jetzt für ein blödes Ende? Gut, nach dem Schlafen gehen. Warum hat mich die Mutter jetzt vergenusszwergelt, oder? Ja! Gebot war nicht stressig, schaut schon so müde aus. Ach, alles gut! Ich mache jetzt. Ich dachte, der kommt jetzt. Aber ich habe doch noch eine halbe Stunde Zeit. Hä, was war denn das jetzt? Wer hat mich da jetzt umgebracht? War das die? Warte mal, ich weiß, was passiert ist. Da war ja mal ursprünglich ein anderer, da hat ja eine Tochter gewohnt in diesem Haus. Und ich glaube, die haben einfach den weggeblättet und einen Convenience Store drüber gemacht. Und dann hat die, wahrscheinlich tötet alle Mitarbeiter, die da arbeiten. So quasi, die das unterstützen, das ist ihr Haus, weißt du so. Und es gab aber noch andere Möglichkeiten. Es gab einen Karton und irgendwas war noch, ein drittes. Ja, genau, Eis schicken können, genau, oder in Müll. Genau, Müll war es. Okay, Chat, andere Enden auch noch. Andere Enden auch noch, Chat. Wie fandet ihr das? Wir schauen jetzt aus. Es ist immer zu früh, die Leute zu fragen, weil klar, es ist ein bisschen underwhelming, aber. Komm, nee, die warte noch. Geh noch Mülleimer. Komm, das machen wir auch noch. Da stand doch nicht die Marinolur. Hä? Hey. So. Das Video am Ende nicht. Schauen mal. Ja, ja, genau. Wir schauen. Ich kann. Nee, oder? Ich kann dir nicht alles nochmal machen. Is this time? Ich kann nicht alles machen! Nein, ich kann nicht alles machen! Kann ich kein Kapitel auswählen? Dann schaue ich halt einfach auf YouTube. Hä? Quit? Yes. Nein! Dann schaue ich halt auf YouTube. Dann, wenn es nicht sein soll, dann schaue ich halt auf YouTube. Schöne Frechheit. Dann schaue ich halt auf YouTube. Wenn das nicht ist, wenn du nicht willst, dann zwinge ich dich halt. Dann schaue ich alle Video. Ah, man musste sich entscheiden. Ach, so ein Käse. Okay, warte mal. Convenience Store Ending. So, Moment. Ich sage, Mama, ich bin gleich fertig. Oh, warte, ich. Aber wollt ihr japanische Werbung sehen? Vielleicht gibt es gleich japanische Werbung. All Endings, hier da. Vielleicht gibt es gleich. Vielleicht gibt es japanische Werbung. Vielleicht gibt es das gleich. Warte mal. Ah ja, da sind wir schon. Naughty Kitty. Ach so, okay. Ah scheiße, die Werbung ist weg. Hat nicht abgespielt, die Werbung. Scheiße. Und dann. Was ist denn das für ein scheiß Video?
wow! Vielen Dank, Laude Kitte, für die Scheiße! Wo sind denn die anderen hin? Da. Oh, und? Warte, hier vielleicht? Hey! Watch it! Ah, ja, ja, da haben wir es geschaut. Sind wir gestorben? Oh, was sind die sicher? Warte. Ah, hier. Warte mal. Achso, der. Ah, ja, okay, warte hier. Ah, du kannst es verschicken. Bist du sicher? Gute Nacht, Blayhorn. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Vielleicht sieht man sich nächsten Dienstag wieder. Dann spielen wir das. Aber da habe ich jetzt leider keine Zeit mehr. Obwohl ich könnte. Ich spüre was. Ah, nee, ich kann nicht. Ich muss das wegräumen. Ich muss die Sachen. Ich muss eine Viertelstunde früher weggehen, weil ich alles noch einräumen muss. Ich war krank von der ganzen Situation. Ich habe die VS-Kassette vorsichtig versiegelt und hab entschieden, es wegzuschicken. Leider war die Adresse von dem Abend auf der Box. When I was done preparing to spend it off, I felt my tense should relax. Okay, also ich habe, als ich es verschickt habe, habe ich ein bisschen Entspannung gefühlt, dass ich es weggeschoben konnte, ein bisschen relaxen, weil zu viel passiert ist in der kurzen Zeit. Ich konnte das Ganze alles nicht verarbeiten, ich weiß, aber ich musste mich ein bisschen ausruhen. Alles, was in dem Shop war, hat mir Angst gemacht. Ich musste mich hinsetzen auf dem Stuhl und meinen Kopf freikriegen. Was habe ich gesehen? War alles, was ich gesehen habe, war das real. Auch wenn ich Angst hatte, ich weiß, ich muss die Wahrheit rausfinden. Ich wollte wissen, was passiert ist und warum. Also habe ich das Internet angemacht im Geschäft. Ich habe gefunden alte Artikel und Foren über eine Location hier, wo das Gebäude gemacht worden ist. Ein Comment hat gesagt, das was ein bisschen komisch wirkte, dass da in diesem Gebäude viele Tode passiert sind, also Morde. Ich habe nach dem User eine Kommentare geschrieben in 2009. Da war ein Fall, wo ein Mann, was the Mensch of the Family committed a murder suicide. In 2009 war da ein Mann und der war zuständig, dass sich viele Leute umgebracht haben. Committed a murder suicide. I determined to investigate the incident further. Also er hat ein bisschen rausgesucht, also ein bisschen deeper gedingselt. Also 2009 war da anscheinend ein Mann. Ich weiß nicht, was Mainstay heißt. Was heißt Mainstay Chat? Ich gut in Abgehörten Englisch zu recht gewesen, ich weiß nicht, wie streng das Laden ist. 1714. Der Mann hat sein Kind getötet mit einem Messer. Und seine Frau. Oh, und seine Frau war währenddessen in einem Supermarkt einkaufen. Als die Frau zurückkam, wurde gesagt, dass sie in einem ganz extremen Weg getötet worden ist. Sie hat sich dann selber umgebracht am selben Tag. Sie haben gesagt, dass die Frau schwanger war, zu Zeitpunkt des Todes. Die Woman was killed. Oh Gott, die Frau wurde mit mehreren Nägeln getötet. In den Bauch und ihr Kind auch. Oh krass. Ich wollte mich übergeben, als diese schlimmen Bilder da beschrieben worden sind. Aber ich wusste, dass ich weitermachen muss. Da war ein Dude, der hat also Kommentare geantwortet und hat gesagt, er hat auch gearbeitet. Aber laut ihm, the man was often arrested by his boss und laut ihm wurde der Mann oft von seinem Boss gemobbt. Und sie compiled und several colleagues, ja, und von anderen Arbeitskollegen. And the day of the incident, it is said that he had a, aber am Tag des Unfalls wurde gesagt, dass er ein emotionsloses Gesicht hatte. Ich habe mir vorgestellt, worüber die Familie übergegangen ist. Depressionen und Hass waren in meinem Kopf. Hat sehr weh getan. Mit Tränen in meinen Augen habe ich sie geschlossen. Habe den Manager angerufen und gefragt, was da passiert ist. Und was er so mitbekommen hat. Der Manager hat nie abgehoben. Es war immer wieder das Gleiche. Dann habe ich einen Telefonanruf bekommen von Mr. Horsu.
ein Franchise Leader, who I never met, einen Markenleiter, der einen Marktleiter, den von dem ich nie getroffen habe. Ich habe ein komisches Gefühl dabei gehabt. Then with a shivering voice he said, the manager is dead. Dann mit einer unheimlichen Stimme hat er gesagt, der Manager ist tot. Ich konnte nicht atmen, also war es nicht nur ein Traum. Und wenn ich über den Ort gefragt habe und wo es und wo er gefunden wurde, Mr. House sagt, there was an old storage behind the convenience store and he was found day after day. Okay, und hinter im Garten, wo diese kleine Hütte war, da wurde der Manager tot gefunden. Dann habe ich mein Handy fallen gelassen. Ich habe meinen Job gekündigt mit einem gebrochenen Gefühl, also mit mixten Gefühlen, nachdem ich gekündigt habe. Würde ich nie wieder hingehen. A person in the front of the store would always feel a sharp stare. Aber weil jedes Mal, wenn ich im Geschäft vorbeigegangen ist, habe ich irgendwelche Blicke mich anschauen sehen, scharfe Blicke quasi. Ja, und deswegen ist er immer schnell vorbeigegangen, weil er so Angst hatte. Einen Tag später, der Store wurde geschlossen, wegen Poor Management, aber weitere Details wurden nicht bekannt gegeben und auf diesen Punkt, ja, habe ich da auch dann nichts mehr gemacht. Nach einer Weile haben die Leute den Convenience Store vergessen. One day as a pest button. Ah, wieder geht das noch. Eines Tages später, als ich da bei diesem Closed Store fertig durchgegangen bin, habe ich eine Kinderstimme gehört. Und dann habe ich eine Frau gesehen. Also ist es die Seele von dem, der da ist. Okay. Ja, aber war mal gut. Okay, also war da ist halt Mord passiert. Da hat ein Dude gekillt. Da haben die einfach ein Haus drauf gebaut. Und ich verstehe. Aber geiles Ende. Und im anderen Ende kann man das, die Kassette dem anderen noch schicken. Und dann ist halt er da gearscht. Haha. Okay, ich verstehe. Ah, so ist es. Na gut. Also, was sagt uns das? Nie ein gemeines Dings schicken, meine Brutzels. Hehe.